Freunde, das hier wird dauern. Lehnt euch zurück, schnappt euch einen eiskalten Holy. Bei mir der Gorilla. 5, 4, 3, 2, 1. Cheers, Prösterchen. Denn es geht rein in Jules neues Video. Und das dauert einfach eine Stunde 24. Und mit meinem Gelaber denke ich, das wird schon den ganzen Stream füllen. Deswegen verlieren wir gar keine Zeit mehr. 32 Jahre Blizzard Entertainment. Ich habe mir schon sagen lassen, das soll wirklich Jules absoluter Banger sein. Und das Coole ist, einer aus unserer Community hat hieran mitgeschnitten. Google Ino aus unserer Community hat einfach an diesem Video mitgeschnitten. Jetzt bin ich sehr gespannt. Also rein in Google Ino, genau. Warum kostet dieser digitale Kühlschrank 7 Euro? Warum schwebt diese Ziege in der Luft? Ein alles konsumierendes schwarzes Etwas greift mich an. Ein 3-Stunden-Video über die Glitches von Fallout 76. 16 times the detail. 16 times the detail. Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed und noch ein Assassin's Creed. Just the same exact mission, but it's over here on the map. Konami bringt ein Spiel raus, was nur aus einer Slot-Machine besteht. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Was habt ihr mit Mickey Mouse gemacht? Ich habe Pokémon auf jeden Fall anders in Erinnerung. 40 Stunden Kisten durch die Welt tragen Simulator. Werbung in einem Spiel, für das ich 60 Euro bezahlt habe. Spielcrash, Error, Glitch, Spielcrash, Error. Unglaublich starkes Intro, das war schon eine Minute? Holy moly. Blizzard Entertainment, ja, die machen ja Videospiele. Habe ich sehr viele Spiele gespielt in meiner Kindheit. Unglaublich viele. Aber allem voran, das erste, woran ich denke, ist Warcraft 3. Digga, Warcraft 3, Legende. Und neulich hieß es irgendwas von Remake. Neulich ist schon einige Jahre her, sorry, ich bin alt. Aber es hieß irgendwas von wegen Remake, ne? Da gab es so ein HD Remake, das absolute Grütze war. Und damit haben die das Originalspiel ersetzt. Du kannst das Original Warcraft 3 nicht mehr kaufen, sondern nur noch dieses schlechte Remake. Was soll denn die Kacke? Warcraft, nicht Warcraft. Wirklich, Bro? Wirklich? Du willst jetzt die Ami-English versus British-English-Debatte eröffnen? Das heißt Tomato und nicht Tomato. Das heißt Potato und nicht Potato. Das heißt nicht Bottle of Water, sondern Bottle of Water. Wirklich? Error CE34878. Und jetzt geht mein ganzer PC nicht mehr. Was macht meine Nintendo Switch für Geräusche? Lootboxen, 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 Lootboxen. Schlechtere Grafik als Spiele von vor 2 Jahrzehnten. Statement 1, Statement 2, Statement 3. Es tut uns so sehr leid. Entschuldigung vom Herzen. Wir haben uns verkalkuliert. Es tut uns so leid. We're sorry. 16 times. Wisst ihr, was richtig crazy ist? Dass eine Firma nur bekannt ist für all diesen Mist, den sie baut, nur Shitstorms hat und trotzdem mir Milliardenumsätze macht. Weißt du, kein Gamer da draußen ist zufrieden mit Blizzard oder mit Ubisoft, aber trotzdem kaufen wir all diese Games. Ganze Listen von versprochenen Features. Warte mal, Google Ino aus meiner Community hat an diesem Video mitgeschnitten und es geht um Blizzard. Google Ino, wenn du eine Somnium Blizzard Edition reingesneakt hast in dieses Video, ne? Wenn du da eine Blizzard Edition reingesneakt hast, ich schwöre, so wahr ich hier sitze, ich schick dir ein ganzes Brick Somnium Cards von einer Edition, die wir noch auf Lager haben, deiner Wahl. Sorry, aber viel zu guter Call. I'm sorry. Okay. Nein! Sorry, ich hätte es dir wirklich auf Ehre zugeschickt. Ich schwöre, so war ich hier sitze. Features, die am Ende doch nicht im Spiel gelandet sind. Game wird dreimal verschoben und kommt trotzdem Trash raus. Dasselbe fucking FIFA. Jedes Jahr aufs Neue. Wer kauft dieses Spiel? Och, das ist dieses Gollum-Game, das ist dieses Jahr rausgekommen, ne? Bruder. $60. Es ist wirklich keine schöne Zeit, um ein Gamer zu sein. Hello. Aber da sagt er was, der Jules, ne? Es ist keine schöne Zeit, Gamer zu sein. Ich weiß genau, was er meint. Vielleicht liegt es einfach am Erwachsenwerden. Vielleicht liegt es daran, ich bin jetzt Vater und habe Kinder und eine Familie und der Hustle, die Karriere, gleichzeitig die Familie, Work-Life-Balance, bla 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 bla. Vielleicht ist es all das, dass ich so im Leben angekommen bin, dass ich mich nicht mehr in eine virtuelle Welt flüchten muss. Oder vielleicht ist es, dass ich jetzt einfach glücklich bin, endlich in meinem Leben und mich nicht mehr flüchten muss in eine digitale Gaming-Welt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Gaming
Gaming ist nicht mehr das, was es einmal war. Früher war es wirklich, du hast ein Game angefangen, das hat dich reingesogen. Du hast gelebt in dieser Welt. So, das war wirklich, ich habe mir vorgestellt, ich wäre in diesem Game. Und das hat mich so richtig reingesogen und emotional mitgenommen. Wenn im Game ein Charakter gestorben ist oder so, das hat mich traurig gemacht. Und wenn im Game was Glückliches passiert ist, hat mich das glücklich gemacht. Ich war in dieser Welt drin. Und irgendwie ist so bestimmt schon seit 10 Jahren, gibt es kein einziges Game mehr, wo ich so das Gefühl habe, ich tauche ab in dieses Spiel. Das habe ich so gar nicht mehr irgendwie, dass mich ein Game mal so richtig verschlungen hat. Ich denke auch, es liegt so ein bisschen am Alter und wie sich das Leben entwickelt hat und so. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es hängt auch so ein bisschen daran, an der aktuellen Gaming-Industrie, ne? So ein bisschen irgendwie schon. Oh mein Gott! $100! What? Oh, what do you mean? 100% extra value? Und unter all diesem ganzen Müll von versprochenen Features, Pay-to-Win-Spielen und halbherzigen Releases gibt es eine Firma, die das Ganze über die letzten 30 Jahre auf die Spitze getrieben hat. Du, jetzt hast du gerade Firma gesagt? Warum denn Firma? Frag mal Onkel Monke. Das heißt Firma mit Ä. Bleibt ein Weilchen. Macht es euch gemütlich und hört dieser Geschichte zu. Machen wir. Das Jahr ist 1991. Ich war noch nicht am Leben und 3 College-Typen entschieden sich dazu, eine Firma mit dem Namen Silicon, das heißt Firma, and Synapse zu gründen, um Spiele zu entwickeln. To get my $10,000 to start the company, I actually borrowed $15,000 from my grandmother. Was ein schrecklicher... So eine Ehrenoma. Vor allem damals waren 15.000 nicht das, was heute 15.000 sind, ne? Vor über 30 Jahren. Inflation, dies, das, Ananas. Das sind heute eher so 40.000, 50.000, die die Oma da verliehen hat. Der Name für eine Firma. 2 Jahre später, ihr erstes Spiel kommt raus. The Lost Vikings. Welcome back to Let's Play Lost Vikings. Dieser Wikinger kann sein Schild als Kopfbedeckung tragen. Hier sind die Wikinger im Weltall. Hier sind die Wikinger in Ägypten. Und hier haben die Wikinger eine Band gegründet. Dann merkten die 3 College-Typen selber, dass ihr Name ziemlich kacke ist und benannten sich um in Chaos Studios. Oh, der Name ist bereits belegt und oh, wir werden dafür verklagt. Oh no. Dann lasst uns einfach im Wörterbuch jedes einzelne Wort abgehen und stoppen, wenn wir ein Wort finden, was super cool klingt. Und ja, tatsächlich genau so entstand Blizzard Entertainment. Und durch die Wild, was eine lustige Story. Vielleicht habt ihr selber schon mal die Situation gehabt, dass ihr euch für irgendwas einen coolen Namen überlegen musstet. Für mich war, glaube ich, so das Einschneidendste. Erstens, wie benenne ich meinen YouTube-Kanal? Glaub mir, nach Aschipupuk und Mr. Tricks XL ist, glaube ich, einfach mein bürgerlicher Name schon die beste Variante gewesen. Einfach Matthias Berger. Und zweitens, wie benenne ich meine gegründete Firma? Wie benenne ich, als ich damals mit Hai zusammen unsere Firma gegründet habe, wie nennen wir das Ganze? Wie nennen wir unsere Marke für Spielkarten? Und unsere Herangehensweise, dass es nachher Somnium Cards hieß, war einfach, ey, wir fanden es beide cool, Wörter aus dem Lateinischen zu übernehmen. Das hat immer so einen edlen Flair irgendwie und so einen dramatisch-epischen Flair. Und ja, da haben wir einfach geguckt, welches Motiv vertritt uns denn und welches Motiv repräsentiert das oder welches Thema repräsentiert das, was wir damit ausdrücken und bewirken wollen. Das war halt Traum, Illusion, Traumwelt, Schlaf, so. Und so ist dann das Wort Somnium entstanden. Einfache Wörterbuch nach Wörtern zu suchen, ist auch schon sehr cool. Ganz kurz, damit wir das für heute abgehakt haben, einmal obligatorisch. Krasse, diese Edits, heftig. Respekt an Jules. Er ist aktuell der beste Creator in YouTube Deutschland mit den aufwendigsten Videos und dass er dieses Niveau jetzt 1,5 Stunden durchzieht. So, jetzt haben wir es einmal gesagt. Ich brauch's jetzt nicht 100 Mal noch sagen. Aber man stumpft fast schon so ein bisschen ab, wenn man überhaupt erst realisiert, krass, jede Sekunde ist so heftig editiert, Mann. Mittlerweile ein paar mehr Leute im Team können wir nicht nur ein Foto machen, wo Sam eine helle Bade in der Hand hat, sondern auch einige Zeit später das Spiel Warcraft Orcs and Humans rausbringen. Mit einem damals noch sehr revolutionären Multiplayer. Das Spiel ist ganz schön gut. Wir haben jetzt auch deutlich mehr Geld und irgendwelche Leute in Anzügen wollen uns finanzieren. Und deshalb machen wir noch einen Teil. Und so kam ein Jahr später Warcraft 2 raus. Warte, das habe ich sogar mal angezockt. Aber Warcraft 3 war meins, Alter. Bis ihr mich im Einsatz seht. Alles sieht jetzt ein bisschen schöner aus. Das Spiel macht deutlich mehr Spaß. Es gibt mehr Truppen und unfassbare 8K CGI Cinematics. Guards. Durch dieses Spiel haben...
Glaub mir, wenn ich sage, als ich ein Kind war, fand ich die Grafik heftig. Die Grafik aus der Zeit war so viel realistischer als heute jede realistische Grafik. Sag ich euch, wie es ist. Wir plötzlich noch mehr Geld, können uns endlich mehr Schreibtische leisten und müssen nicht mehr auf dem Boden sitzen. Und deshalb entscheiden wir uns dazu, ein kleines Entwicklerstudio aufzukaufen und das Spiel Diablo 1 zu produzieren. Good luck. Diablo Sauce, Taco Bell. Ein Dungeon Crawler, bei dem man am Ende in der Hölle Diablo töten muss und sich auf dem Weg dahin durch zahlreiche Level schlagen darf. You opened a portal from hell to our town? Es wurde nicht nur zum meistverkauften Spiel des Jahres, sondern wurde auch in zahlreichen Magazinen gefeatured. Vorräte einkaufen, Urlaub nehmen und Diablo genießen. Und in irgendeinem Forum, irgendwo tief im Internet, kam jemand auf eine Idee. In der Nähe einer Stadt in Diablo stehen oft ein paar Kühe rum, die anscheinend komplett nutzlos sind. Es wäre doch ziemlich lustig, wenn jemand das Gerücht verbreiten würde, dass man durch das richtige Anklicken der Kühe in ein geheimes und exklusives Kuh-Level kommt. Ich muss sagen, ich habe Diablo nie selbst gezockt, aber das war so ein krasser Hype damals. Ich glaube, gerade bei Diablo 2 war richtig heftig dann. Da kam das Anfang der 2000er, glaube ich, ne? Junge, unnormal. Alle meine Bros damals in der Klasse, alle am Diablo zocken. Und ich hing noch auf Warcraft. Aber das war schon heftig, wirklich. Oh, Junge, jetzt kriege ich diese ganzen LAN-Party-Flashbacks. Why don't you back it up with a source? My source is that I made it the fuck up. Und so gingen in den Foren auf einmal zahlreiche Fakes Screenshots über das besagte Level rum. Ich habe gehört, die Kühe droppen die seltensten Items aus dem Spiel. Und neben einer Vielzahl an sehr wütenden Forum-Nutzern, die teilweise Stunden damit verbrachten, vergeblich irgendwelche Kühe anzuklicken, welche von den drei Kühen ist es? Hat dieser trollende User vor allem eines, und zwar einen Mythos losgetreten. Nice, ich habe es gehabt. Das frage ich mich wirklich jedes Mal. Wer erfindet so ein Meme, weißt du? Irgendwann ist so ein Meme einfach im Trend und es gibt, klar, es gibt Seiten wie Know Your Meme oder so, wo dann genau aufgearbeitet wird, wie wurde das zu einem Meme. Aber ich denke mir jedes Mal, krass, es muss ja einen geben, der damit angefangen hat, ne? Und auch in dem Fall jetzt, es muss ja einen geben, der das alles losgetreten hat. Gerade gefunden. Ich habe gehört, es gibt auch ein Hühnchen-Level. Doch erstmal erblickte ein ganz anderer Titel das Tageslicht. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf mit all seiner Pracht. Verdammt, wurde aber auch Zeit. StarCraft 1. Ich würde ja jetzt sowas sagen wie, man kann mit coolen Klassen seine Base bauen und mächtige Truppen herstellen. Doch eigentlich geht es in diesem Spiel nur darum, wer am schnellsten die 5000 Hotkeys auf seiner Tastatur benutzen kann. Und dann erschien zwei Jahre später Diablo 2. Ja. Jetzt geht's nämlich los. Mehr Features, mehr spooky Skelette. Und wenn man nach dem Ende des Spiels ein paar bestimmte Schritte befolgt, öffnet sich ein Portal zu der sogenannten Mumu Farm, in der man auf einmal riesige Kühe mit Hellebarden bekämpfen muss. Junge, es hat einfach einer losgetreten als Joke, weißt du? Ja, der Oldschool-Clip mit der Matrix-Kuh. Kennt ihr den Clip? Matrix-Cow. Und das war eins der ersten Meme-Videos. Die haben wir uns damals auf dem Handy rumgeschickt. Wisst ihr, wie man sich damals auf dem Handy Clips geschickt hat? Per Infrarot. Kennt ihr Infrarot? Der eine hat so ein Motorola-Club-Handy, der andere Nokia-Slide-Handy. Da war so ein ganz kleiner, so ein kleiner Slot an der Seite vom Handy. Du musstest beide Handys nehmen und perfekt aneinander andocken, ja? So interstellarmäßig, ja? Du musstest es perfekt Infrarot an Infrarot-Schnittstelle ranhalten. Und je größer und länger das Video war oder das Bild, hast du da manchmal, guck, jetzt wäre schon die Verbindung abgebrochen. Du musstest da manchmal minutenlang sitzen im Bus, während der Bus brrrr macht. Und so saß du und hast gebetet. Bitte verrutsch nicht, bitte verrutsch nicht, bitte nicht bei 99%. Je höher der Prozentstatus war, weißt du, desto schlimmer wurde die Nervosität. Komm schon, komm schon. Alles fängt an zu zittern, die Arme fallen gleich ab. Komm schon. Der Clip hier, Matrix Cow. So haben wir uns den geschickt. Im Nachfolger von Diablo 2 gab es Jahre später dann auch ein Kuh-Level. Nur mit bunten Farben, riesigen Teddys und Einhörnern. Und im heutigen Diablo 4 suchen die Spieler immer noch sehr vergeblich. Seit
Wochen nach dem Level. The Secret Cow Level. Secret Cow Level. Secret Cow Level. Das geheime Cow Level sind die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Und auch andere Spiele, die überhaupt nichts mit Blizzard zu tun hatten, führen den berühmten Mythos weiter mit ihrer ganz eigenen Version vom Cow Level. This is like the secret cow level. Und das alles nur wegen einem einzigen Spieler mit viel Fantasie und dem Drang zu trollen. Und so ist das Spiel für viele Menschen auch heute noch eines der am besten produziertesten Action-RPGs, die jemals auf den Markt kamen. Und all dieser Erfolg sollte ein paar Jahre später seinen absoluten Höhepunkt erreichen mit dem Release von World of Warcraft. Wow, World of Warcraft war immer so dieses Achtung, da hat jemand Videospielsucht, Ding, wisst ihr? In der Schule noch. In der Schule wurden wir gewarnt. Vorsicht, Kinder, lasst die Finger von diesem bösen World of Warcraft, weißt du? Es ist schon wer gestorben vom PC, weil er nicht mehr aufs Klo gegangen ist und nichts mehr gegessen und getrunken hat. Und dann kam noch dieser South Park-Clip mit dem Dude, ihr wisst schon, genau, und ja. He shits himself. Genau. I just canceled my brother's World of Warcraft account, and he is freaking out. The world of Warcraft. Blizzard ist mittlerweile... Warte, wie hat das der Originalsprecher ausgesprochen? Der Chat meint ja, Matti, das heißt Warcraft und nicht Warcraft. So, wie sagt das der Originalsprecher vom Spiel? Von den Produzenten des Spiels? The world of Warcraft. Blizzard. Was? Er hat das ja genauso gesagt wie ich, aber der Chat hat gesagt, ich habe das falsch gesagt. Nochmal. Of Warcraft. Hä? Komisch, der sagt das ja genauso wie ich. Können wir einmal den bannen, der im Chat vorhin meinte, ich sag das falsch? Mag sich die Person einmal melden? Blizzard ist mittlerweile eine millionenschwere Firma. Die drei College-Nerds von damals sind jetzt immer noch Nerds, haben dafür ein paar Millionen auf dem Konto. Jeder kennt die Spiele von Blizzard und die Leute waren dementsprechend sehr hyped auf den neuen Titel. World of Warcraft, baby! Yeah! World of was? Kann man das nochmal hören? Titel. World of Warcraft, baby! Hä? Ist ja genau das, was ich gesagt hab! Yeah! Butthole and the pussy are so close together. My nipples are all hard. Platzwunde am Kopf, es hat geblutet, die Jacke ist voll geblutet, die Splitter liegen hier am Boden, die Tür ist geplatzt. World of Warcraft, ein Spiel, in dem jeder seinen eigenen Charakter erstellen kann und sich dann vor die Aufgaben der riesigen Abenteuerwelt stellen muss. Ich bin Mr. T und das ist mein Nachtelf-Irokese. Also wir haben einmal die berühmte World of Warcraft Trauerfeier, bei der ein Forum-User ankündigte, einen anderen Ingame-Spieler mit einer Bestattung zu ehren und vorher darum bat, dass doch bitte niemand die Zeremonie unterbrechen sollte. Was ein schöner Tag für eine Zeremonie. Das kann man wohl sagen. Die berühmte South Park-Episode, in der sich die vier Jungs mit einem Ultra-WoW No-Life herumschlagen mussten. Genau die meine ich. Das nenne ich einen großen Jungen. Welcher sich übrigens auch wunderbar cosplayen lässt. Den Fakt, dass 99% der Medien WoW als das Spiel abstempelten, welches dich innerhalb von 0,3 Sekunden zum Massenmörder, Heroinabhängigen oder zum ultimativen Neckbeard, der an einem Ort lebt, der schlimmer als Mordor aussieht, transformiert. Alexander Opal ist einer von denen, die übertreiben. Er spielt rund 3 Stunden am Tag. Das waren auch Zeiten, als 3 Stunden am Tag zocken einfach als viel angesehen wurde. Das waren so gute Zeiten, als 3 Stunden Bildschirmzeit übertrieben waren. Ich werde ein bisschen nostalgisch gerade. Da hat man noch draußen gespielt. Kennt ihr das? Dieses draußen? Real Life? Kennt ihr das? Ist voller Glitches. Zum Beispiel, wenn ihr esst, dann beißt ihr euch einfach random auf die Zunge. Oder von innen hier in die Wange oder in die Lippe. Warum haben die das noch nicht gepatcht? Was sollen die Kacke? Das sehe ich halt bei meiner kleinen Tochter. Was sollen die Kacke? Warum sind Babys immer noch so verbuggt, dass die einfach alles vom Boden aufheben und essen? Alles. Unser Baby krabbelt durchs Wohnzimmer, sieht, Pino hat gerade irgendwie Hundefutter gegessen, hat ein bisschen was auf den Boden gedroppt, nimmt das, will's im Mund stecken. Du kannst nicht eine Sekunde weggucken. Du machst das hier, guckst weg, guckst wieder hin, ist irgendwas und warum wird das nicht gepatcht, Digga? Dieses Real-Life-Simulator? Ultra verbuggt, Alter. 3 Stunden am Tag. Es gibt viele Internetspiele, die süchtig machen, aber nur eines, das dein Leben zerstört. League of Legends. Und der norwegische...
It's funny because it's true. Der 12 Jahre alte Hans-Jürgen Olsen, der bei einem Waldspaziergang mit seiner Schwester einem Elch begegnete und nur durch seine World of Warcraft-Erfahrung als Level 30-Jäger wusste, dass man sich auf den Boden totstellen muss, um die Aufmerksamkeit vom Elch zu verlieren. Er ist doch voll smart, Alter. Oh, kurwa. 2005 kam dann außerdem über den Patch 1.7 stark ein neuer Raid raus. Teams von 20 Leuten konnten sich durch den Dungeon schlagen, um am Ende den Endboss HK zu besiegen. Lauft, er ist zu stark! Und dieser Boss verteilte einen Debuff namens Corrupted Blood, eine Art Seuche, die Schaden macht und jeden Spieler im Bossraum treffen konnte. Außerdem konnte man andere Spieler, die in deiner Nähe standen, mit dem Buff anstecken. Diese Seuche wirkte jedoch nur innerhalb des Raids und nicht in der Außenwelt. Nun, man besiegt den Boss einfach und alles ist gut. Was die Entwickler jedoch nicht bedacht haben, ist, dass die Tiere von Spielern auch die Seuche bekamen. Und diese konnten die Spieler sehr wohl mit in die Außenwelt nehmen. Dann beginnt es also. Und ja, genau das ist passiert. Und das ist einfach so krank, dass es einfach ein Videospiel-Virus gab, aber halt for real. Einfach wirklich eine Pandemie. So wurde Patient 0 geboren. Der unwissende Spieler hat natürlich sofort andere Leute in der Stadt angesteckt und innerhalb kurzer Zeit wurden von Level 1 bis Level 60 Charaktere alle möglichen Menschen von der Seuche betroffen. Warum sind die Leute am Sterben? Das Ende ist nahe. Wir sind die Außerwelt. Und so ist die erste von einem tödlichen Virus infizierte Stadt von World of Warcraft Stück für Stück vor sich hingerafft. Erst gab es die Leute, die willkürlich durch die Gegend liefen und andere Spieler ansteckten. Bleibt weg von mir! Dann gab es die Menschen, die versucht haben, die Pandemie strategisch zu stoppen. Bleibt weg voneinander! Viele sind einfach geflohen und haben in... Das war eigentlich ein guter Simulator dafür, um zu gucken, wie reagieren Leute in so einer Situation. Als Vorbereitung für die Corona-Pandemie. Weil du einfach gesehen hast, okay, dieses, ey, haltet doch einfach alle Abstand und dann ist in 2 Wochen ist die Sache gegessen. Das funktioniert halt gar nicht, Digga. Weil du zwischen, ich lass mir gar nichts sagen, die Regierung hat das alles geplant, Pandemie-Schwurblern und... Digga. Und von Idioten, die nicht wissen, wie weit 1,5 Meter sind. Es alleine schon an den Leuten scheitert. Gegen Ecke der Karte gewartet, bis der ganze Spuk vorbei war. Also hier sieht's doch schon viel besser aus. Und ein paar Leute haben angefangen, absichtlich andere Spieler anzustecken. Nach dem Motto, wenn ich sterbe, dann gehst du halt mit mir drauf. Gib mal das Super X. Verbreitet es auf Leute. Auf dem Dach. Ein paar Healer haben sich daraufhin versammelt und versucht, andere zu heilen und als Ärzte zu agieren. Doch trotz aller Mühen stapelten sich innerhalb der ersten paar Stunden zahlreiche Leichen und Knochenhaufen von Spielern in den Städten. Fast die Hälfte der ganzen World of Warcraft Map war mittlerweile betroffen von einer jeden mit in den Tod reißenden und nervigen Seuche. A computer game is providing us with a remarkable virtual view of what could happen if a real epidemic erupted across the... Was erstmal Trolle, die alle anhusten. Und, oh Junge, oh, die haben mich am meisten getriggert. Ja, ja, Moody, guck mal, wir haben gerade den gleichen Gedanken. Das sind die, die am meisten getriggert haben. Die, die es nicht hingekriegt haben, eine Maske über die Nase zu ziehen. Und gesagt, wieso? Ich trage doch eine Maske. Hä? Ich trage die doch, und? Und der Zinken guckt einfach raus. What could happen? Die Anzahl der Toten wuchs immer mehr und Leute fingen an, sich in den Foren zu beschweren. Jeder in World of Warcraft hat AIDS. Außerdem wurden NPCs angesteckt, die zwar nicht sterben konnten, dafür aber andere Spieler ansteckten. Ach komm. Das ist ja noch viel besser, das wusste ich nicht mal. Du konntest dich bei einem NPC anstecken. Schon, Bruder. Die Städte glichen einer Art leerer und ausgestorbener Geisterstadt. Bringt eure Toten raus! Bringt eure Toten raus! Und dann kam ein Patch und alles war wieder gut. Spät. Junge, das war bisher das beste Kapitel hier. Da nutzten einige Soziologen und Forscher dann die Daten aus der WoW-Pandemie, ja, um soziologisches Massenverhalten und generell Pandemieverhalten zu erforschen. How many World of Warcraft players? Quasi, wie hat sich Ork 1 verhalten, als der mit dem Virus infizierte Jäger schreiend auf den Ork zulief? Und dann gibt es noch dieses Video hier. Oh nein, Digga. Oh my god, he just ran in. Oh my god, oh my god.
God damn it, Leroy. Leroy, 24 Jahre alt, ist in Real Life Elektrotechniker. Hat damals eine WoW-Gilde namens Pauls for Life mit seinen Kumpels gegründet. Die war aber ziemlich klein und brauchte mehr Member für einen Raid. Und so dachte man sich, komm, wir erstellen ein unfassbar lustiges und überzeugendes Gilden-Werbevideo. Die Leute werden dann schon joinen. Ja, es ist gestaged. Und die Views explodierten. Leroy Jenkins wurde zu einem Star. Leroy Jenkins, World of Warcraft. Junge, also die Menschheit, Schrägstrich das Internet, ne? Es ist richtig hautsam. Es macht mir richtig schöne, positive Gefühle ganz tief in der Magengrube. Einfach zu wissen, dass einfach die ganze Menschheit bei so einem Kack wirklich mitmacht, ne? Und das finden dann alle lustig. Es ist ein Running Gag. Es ist ein Meme. Krass, oder? Einer fängt an, wieder das gleiche wie vor einer Viertelstunde. Einer fängt an, alle machen mit. Doch jeder Mensch, der einmal zu einer Internet-Sensation wurde, merkt, dass ein Meme zu sein auch eine Schattenseite mit sich bringt. Leute haben plötzlich angefangen, durch den ganzen Server zu verfolgen. Hallo Leroy, was geht ab? Er kriegte nonstop Nachrichten wie, oh mein Gott, bist du der Echte? Oder, oh mein Gott, dein Video ist so lustig. Aber auch solche Nachrichten. Kill yourself, kill yourself, kill yourself, kill yourself. Man konnte damals auch noch keine Server switchen. Heißt also, die Welt, in der er sich befand, war andauernd voll, weil alle Leroy kennenlernen wollten. Police on the lookout for Leroy Jenkins Jr. of Jacksonville. Blizzard hat das mitbekommen und wollte natürlich so schnell es geht irgendwie Geld mit dem Hype machen. Doch damit Leroy auch ein Stück vom Kuchen abbekam, wurde er zu Events eingeladen, um dort, oh boy, seinen Schrei zu präsentieren. Und dann ist das Meme fürs Erste ausgestorben. Und er lebt halt heute immer noch, ne? Leroy ging wieder seiner Tätigkeit als Ingenieur nach. Und er wurde über die Jahre Stück für Stück in zahlreichen Serien und Filmen gefeatured. Echt leben, du bist ein Idiot. In dieser Folge sind viele Internetwitze. Außerdem wurde in derselben Zeit die erste BlizzCon ins Leben gerufen. Leroy! Eine Convention für alle möglichen Blizzard-Spiele. Wo große Neuerungen einfach nur angekündigt werden, Leute verschiedene Charaktere cosplayen. This is Reinhardt and Reinhardt and Reinhardt and Reinhardt. Und zeitgleich der einzige Ort, bei dem es passieren kann, dass du beim Pinkeln neben Reaper aus Overwatch und einem Ork aus World of Warcraft stehst. Außerdem gibt es jährlich für jeden Anwesenden auf der BlizzCon die Möglichkeit, den Entwicklern eine Frage zu stellen. Und einer dieser Leute war der sogenannte Red Shirt Guy aus 2010, der mit vollem Selbstbewusstsein... Oh mein Gott, stimmt ja! Oh, das hatte ich ganz vergessen, der war auch so ein Meme, Digga! ...die Developer vor allen Menschen auf der Messe auf eine Inkonsistenz in der World of Warcraft-Lore hinwies. Hello? I just finished reading The Shattering yesterday. Yeah, Alex, what's up with that? Thanks for pointing that out. We're gonna get that fixed. Thank you. Legende. Besagter Red Shirt Guy wurde ziemlich beliebt und sollte die nächsten Jahre jedes Mal aufs Neue vortreten, um die Entwickler zu roasten. My question this year is about Illyria and Terrallian. We survived. Redshirt Guy. We can retire now. Blizzard essentially put Redshirt Guy into the game. Über die nächsten Jahre wurden dann noch mehr Expansions rausgebracht und mit wirklich Ork Harambe. Jeder einzelnen ist die Beliebtheit gesunken und Leute kamen auf die Idee, ihre eigenen privaten Server zu hosten. Die Interesse nach so etwas war schon seit Jahren extrem riesig und Leute fragten regelmäßig die Entwickler nach einem Weg, um wieder WoW Classic spielen zu können. Have you ever thought about adding servers for previous expansions as they were then? No. And by the way, you don't want to do that either. You think you do, but you don't. You think you do. But you don't. You think you do, but you don't. You think you do, but you don't. You think you do, but you don't.
Kleiner Tipp, wenn ihr jemals im Besitz einer millionenschweren Videospielfirma seid, schreibt niemals eurer Community vor, was sie wollen und was nicht. Nun, Good Guy Blizzard sah, dass so viele Leute auf privaten Servern spielten und nicht für ein WoW-Abo bezahlten, und so entschieden sie sich dazu, die Serverbesitzer zu verklagen. Die Server mussten runtergenommen werden, und Gamer machten natürlich das, was alle in dieser Situation tun würden. Und zwar wurde sich kurz vorm Shutdown gemeinsam auf dem Server getroffen, daraufhin ein riesiger XXL-Trauermarsch quer durch den ganzen Server veranstaltet, um dann gemeinsam mit allen Leuten eine fucking Klippe runterzuspringen. Fuck you, Blizzard. Blizzard show. Greed. Fuck Blizzard. You think you do, but you don't. Das gibt kein Timeout, das gibt einen Bann, Leute. Also, wer das N-Wort einfach fünfmal in den Chat schreibt, den brauchen wir nicht Timeout. Den bannen wir und gut ist, Digga. That is how many people showed up to say goodbye to this server. You want to know why that doesn't happen in retail? Because it fucking sucks! Blizzard sah dieses Video mit all den potenziellen Kunden und hat sich natürlich vor lauter Freude die Hände gerieben. Merkte außerdem, wie die Zahlen der neuen Expansions immer weiter sanken. Man konnte sich auf einmal bis Level 120 hochkaufen. Bruder, was zum Fick? Und irgendwie hat sich das Spiel nicht mehr wie die alte Heimat von damals angefühlt. Aber es ist auch einfach, man wächst ja und verändert sich, wird erwachsen, ne? Und es liegt nicht immer am Game, hatten wir vorhin festgestellt. Es liegt nicht immer nur am Game, dass sich das verändert hat und dass der Vibe nicht mehr der gleiche ist. So ist für mich zum Beispiel mit Fortnite. Fortnite ist nicht mehr das, was es früher mal war. Aber es liegt nicht nur am Game, sondern eben auch an den Spielern und an der Community und an einem selbst auch noch ebenfalls, ne? Also, so ist es halt. Yo. What the hell? Und so schafften sie es nach Jahren, endlich ein paar Zeilen im Code zu verändern und ein paar Knöpfe zu drücken, damit dann 2019 World of Warcraft Classic eingeführt werden konnte. You think that you want this, and I think maybe that you do. Ah ja, eigenen Fehler korrigiert, sehr schön. Jack Norris ist ein Jäger. Doch gehen wir wieder zurück zum Jahr 2008. WoW ist jetzt schon seit ein paar Jahren draußen, die Zahlen sehen super aus, doch der Lamborghini scheint ihnen nicht zu reichen. Blizzard Entertainment merged mit dem Videospielgiganten Activision. Ihr wisst schon, die Leute, die heute Call of Duty in den Abgrund treiben und einen ganzen Euro für einen roten Punkt auf dem Visier verlangen. With Homelander and fucking Snoop Dogg and there's a cat operator is, oh my god. We want the game to be 100% realistic. Doch erstmal gibt es Werbung. War Thunder ist da. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich aber gespannt. Ich glaube, Jules ist der einzige Creator, wo ich mich wirklich freue auf die Werbung. Also nicht nur, ja, ich gucke die oder ich supporte oder die Werbung ist ganz cool gemacht, sondern wo ich mich wirklich freue. Freue, weil ich weiß, es ist fast schon der beste Part des Videos. Das umfangreichste Fahrzeugkampfspiel, was jemals auf den Markt kam. Hallo, ich hätte gerne 8 Bananen und War Thunder zum Mitnehmen. Du kannst einen Buschpanzer spielen und von weiter Distanz schießen. Wow, 5 schwarze Panzer gegen mich? Ich glaube, ich habe die falsche Version runtergeladen. Oder im Nahkampf die gegnerischen Panzer alle nacheinander auslöschen. Meine Strategie ist es, ausschließlich meine eigenen Teammates zu töten. Es hat einen Tag gedauert und ich bin auf allen Servern Lifetime fürs Griefen gebannt. Ich spiele mehr als 2000 Fahrzeuge, zahlreiche coole Panzer, Flugzeuge und Jets. Oh, und es gibt sogar Helikopter. My name is Optimus Prime. Klinge ich vielleicht ein bisschen anders? Das liegt daran, dass ich auf dem Weg bin, mich in die Luft zu sprengen. Coole Sticker, die man auf seine Panzer packen kann. Wer von euch traut sich, auf meinen Waifu-Panzer zu schießen? Thomas, die Lokomotive. Creeper? Oh, man. Would you still love me if I was a tank? Nein, außer du bist ein Crusader MK2-Tank, aber dafür müsstest du dir War Thunder runterladen. Es ist komplett umsonst. Und man kann es auf allen möglichen Plattformen wie PC, Xbox, PlayStation oder einem Schwangerschaftstest und durch meinen Download-Link ganz viele exklusive, coole Vorteile erhalten. Deutsche Ingenieurskunst. Es gibt ein Damage-X-Ray-System, was das bedeutet. Junge, er stellt jedes Feature des Spiels vor. Die Werbung geht einfach 3 Minuten und es juckt nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Die Fahrzeuge sind alle extrem historisch akkurat und wurden früher genauso genutzt wie im Spiel dargestellt. Werbung Ende. Also wir haben... Okay, starke Werbung. 2008. Blizzard ist jetzt Blizzard Activision und der neue CEO der Firma wird ein Mann mit dem Namen Bobby Kotick. Well, we're now the largest, most profitable video game software company
in the world. Legenden besagen, dass wenn man böser Businessmensch im Anzug googelt, dass dann nur Bilder von diesem dieses Lächeln, das ist es halt auch, dieses starke Lächeln, wo die Augen nicht mitlächeln, wisst ihr, das ist es, glaube ich. Das, was dieses Lächeln so gruselig macht, das ist einfach, dass der Mund lächelt zwar, aber die Augen nicht. Haltet mal den Mund zu, stellt euch vor, er guckt ernst, passt, die Augen gucken ernst, die gucken fast schon böse. Das ist das Problem. Nur Bilder von diesem Gesicht erscheinen. Dieses schmierige Grinsen widert mich jetzt schon an. Ich hätte den gern als Endgegner im nächsten Wolfenstein. Seine ersten veröffentlichten Worte, nachdem er die Firma übernahm, waren: Wir müssen den Spaß daraus nehmen, Spiele zu produzieren und Gaming ertragreicher machen. Hat 2006 außerdem seiner Assistentin eine nette Nachricht auf den Anrufbeantworter gesprochen. Hey Jessica, kannst du mir einen Kaffee machen? Ah ja, und ich lass dich morgen umbringen. Typisch Bobby mal wieder. Außerdem möchte man jetzt Das war einfach in 10 Sekunden oder weniger sogar eine ganze Geschichte erzählt, die halt wirklich fragwürdig ist. Toxische World of Warcraft Community unter Blizzard Activisions Leitung erziehen und ihnen gutes Benehmen beibringen. Und das hier kriegst du dafür, dass du Trottel geschrieben hast. Ab sofort sollte neben jedem Namen im Blizzard Forum zusätzlich der vollständige Real-Life-Name daneben angezeigt werden. Unter dem Vorwand, die Community auf einem Weg zu connecten wie noch niemals zuvor. Ja, ihr hört richtig. Die Nutzerin SexyPriestGirl5 hatte plötzlich neben ihrem Profil den Namen Rolf Meier stehen. Und auf diese Weise sollte die Community weniger... Warte, ist das Mr. Wissen to go? Wir haben schon alles an Edits gesehen, aber hier random Mr. Wissen to go. Das ist schon sehr lustig. Aber ganz kurz, Googly Ino. Was mich mal interessieren würde, ist, welche Edits davon sind von dir? Weißt du das noch oder kannst du das sagen? Darfst du das sagen? Würde mich halt voll interessieren. Stehst du in der Videobeschreibung, dass du mitgearbeitet hast daran? Nee, ne? Nee. Okay. Diese Weise sollte die Community weniger toxisch werden. Hast du auch geschrieben, fegt sie ab sofort in ihre beschissenen Ärsche? Ja, vor einer Weile. Ich kann's kaum erwarten, Präsident Obama in Forum zu treffen. Ein Blizzard-Mitarbeiter hat die daraus resultierende wütende Meute überhaupt nicht verstanden und postete im Forum seinen echten Vor- und Nachnamen. Hey Leute, ist doch gar kein Problem, es ist doch nur ein Name. Als erstes wurde seine Adresse geleakt, dann seine Telefonnummer, dann sein Facebook-Profil. Es war so klar. Du darfst halt niemals das Internet herausfordern zu sowas. Oh, und anscheinend wohnt der Mitarbeiter mit 28 noch bei seiner Mutter. Hey Maike, ich stehe vor deinem Haus. Ein Tag hat es gedauert und das Feature war wieder weg. Noch im gleichen Jahr wurde dann offensichtlich profitorientiert ein gewisser Folgetitel angekündigt. Diablo 3. Present to you the world premiere of Blizzard's newest game. Die ganze 4 volle Jahre sollte es dauern, bis das Spiel endlich das Tageslicht erblicken konnte. Und der Hype war immens. This is truly a gamer moment. Wenn man das Spiel statistisch mit anderen Titeln vergleicht, sieht man bei Diablo-Suchanfragen einen klitzekleinen Hügel. Die Leute waren bereit. Und das zeigten sie auch. Memes über alle Plattformen verteilt, die darstellten, wie sehr man sein Real-Life vernahm. Was soll das denn? Verteilt, die darstellten. Achtung! Wie sehr man sein Real-Life hat. Vor allem einiges am Anfang, auch nicht alles von mir wurde eins zu eins übernommen. Das Video ist einfach ein Meisterwerk, alles accredited an Jules. Okay, okay, fair enough. Nachlässigen wird, sobald Diablo 3 rauskommt. I got everything I need here, I got Pringles and I got Pringles, an extra keyboard in case I have to smash a couple. Doing this with one hand. Everything here, I can eat with one hand. 15. Mai 2012. Die Server gingen live und eine riesige Horde an mit Energy-Dosen bewaffneten Menschen versuchte sich gleichzeitig nach 4 Jahren endlich in das Spiel einzuloggen. Und zwar versuchten es so viele, dass die Server bis zum Anreiz überlastet wurden. Was wiederum dafür sorgte, dass sich kein einziger Spieler mehr einloggen konnte. Kenn ich ja irgendwoher. Summoncards Blizzard and Firestorm Lounge. Und die gehypten Fans nur ein Pop-Up-Fenster mit dem berüchtigten Error 37 zu Gesicht bekamen. Execute Error 37. Error 37. Junge, so frustrierend einfach. I can play in the Apple Street! Error 37!
Oh mein Gott, stimmt. Blizzard und Firestorm. Blizzard. Oh mein Gott, ihr habt recht. Hört auf, euch einzuloben, damit ich mich einloben kann. 37! What the fuck are the other 36? Hat jemand von euch Euro 3006? Und falls du nur für dich alleine die Singleplayer-Kampagne genießen wolltest, musstest du dich trotzdem einloggen und brauchtest im Jahr 2012 einen dauerhaften Internetzugang. Because fuck you. Bobby Kotick, fuck you. Klassische 2012er Oldschool-Memes wurden verzweifelt über jegliche sozialen Netzwerke gepostet, um irgendwie den Schmerz zu unterdrücken, jetzt gerade nicht Diablo 3 spielen zu können. Und irgendwann legte sich der Sturm und die Server funktionierten wieder. This game is so much fun, I love. Mit einem späteren Update wurde durch Bobby Kotick dann ein Auktionshaus eingeführt, in dem man Ingame-Items und seltenen Boss-Loot für Echtgeld kaufen konnte. Oh Mann, ich habe erst seit 3 Stunden das Spiel und habe jetzt schon alle seltenen Items im Game. Warum auch immer man so ein System in einem Spiel einführt, bei dem es primär darum geht, Items zu sammeln. Das gibt halt null Sinn. Es gab teilweise Spieler, die beruflich davon lebten, seltene Äxte für beispielsweise 7.500 Euro in Diablo zu verkaufen. I am working on my investment portfolio of magical swords. Hey, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Oh, und du willst außerdem Diablo 3 für die Switch gewinnen? Lad einfach ein Foto hoch, wie du Diablo 3 auf der Switch spielst und gewinne Diablo 3 für die Switch. Wirklich? War das so? For real jetzt? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Heiligsblechle. Und dann kam 2014. Wir gewinnen 7-1 gegen Brasilien. Und zeitgleich kommt Hearthstone raus. Ein digitales Kartenspiel. Hearthstone ist ein Spiel, was absolut nicht pay-to-win ist. $50 for 3 cards. Ein Spiel, welches extrem schwer zu meistern ist und zahlreiche strategische Taktiken benötigt. Victory requires strategy. Der chinesische Kriegsmeister Sun Tzu schrieb einmal in seinem Buch Die Kunst des Krieges die Worte: Nimm die Klasse Jäger bei Hearthstone und greif immer Face an, das hassen die Gegner. Forscher haben herausgefunden, dass das Öffnen der Hearthstone-Packs kein bisschen Dopamin in dem menschlichen Körper auslöst. Warte mal, der kommt mir bekannt vor. Ist das nicht der Arzt von meiner Mama? ...gefunden, dass das Öffnen der Hearthstone-Packs kein bisschen Dopamin in dem menschlichen Körper auslöst. Da bin ich der glücklichste Mensch im Universum! Falls mal, wenn der Hai wieder Genshin streamt, eine Karte zu stark ist, braucht Blizzard nur 3 ganze Jahre, um eine einzige Zahl im Code zu verändern. Und die Beliebtheit dieses Spiels ist außerdem über die letzten Jahre durch die immer besser werdenden Patches von Blizzard enorm in die Höhe geschossen. What is wrong with this fucking company, man? Im Jahr darauf kam dann Heroes of the Storm. Für Bobby Kotick eine super Idee, um endlich mit den großen Schlachtschiffen wie Dota und League of Legends mithalten zu können. For Heroes of the Storm. Ich kann euch zwar überhaupt nicht so ein gottloser Edit sagen, was in diesem Match hier gerade passiert, aber ich kann euch sagen, dass Blizzard 2018 einfach mal so über Nacht ankündigte, dass das Entwicklerteam vom Spiel drastisch gekappt wird und die E-Sport-Szene nicht mehr unterstützt werden würde und beendete somit zahlreiche Karrieren von Kommentatoren, E-Sportlern und YouTube-Channeln einfach über Nacht. Und das ein paar Tage, kurz vor Weihnachten. Well, I didn't sleep too good last night. Omega lol, my whole life is built around this game. I'm so fucking tilted about it. Some great news to share with you guys. Not with the Blizzard fans though. Ich bin jetzt Vollzeit-League-Streamer. Frohe Weihnachten. Arbeitslos, by the way. Omega lol. Fuck you. Laut wirklich seriösen Quellen, ich hab's mir ausgedacht, habe ich übrigens erfahren, dass das dadurch verfügbare Geld in die 413. Luxusjacht von Bobby Kotick geflossen ist. I'm gonna show you how to make a Bobby Kotick costume for Halloween. I don't care what you think. I love money. Wir haben mittlerweile 2016. Blizzard hatte bis dahin ein... Ja, schade drum, ne? Wirklich schade drum. ...ein paar nervige Aktionen und Fauxpas, ist aber dennoch relativ beliebt bei den Spielern. Und sie wollten sich den Hype von damals zurückholen. I want you to open your hearts and your minds
to what comes next. 2016 war das Jahr, in dem Overwatch wie eine Bombe in der Gaming-Welt einschlagen sollte. Overwatch-Hype war heftig, alter Schwede. Ich hab's noch nie gespielt, aber das war crazy. Alle so diese Commentaries auf YouTube, diese ganzen Commentary-Channels und so, alle sind umgestiegen. Du hast überall nur noch Overwatch gesehen. Overwatch is an incredible achievement, another seminal release from developer Blizzard. Game of the year, Overwatch. What is this? I love you, Ben. What is this? We're winning it again, Sidoni. Heroes never. Up for your time. And we're going to send it back to the desk right now. Junge, auch einfach ein gottloser Edit. Was war das denn? Das war ja einfach on crack. Beide Teams bestehen aus 6 Charakteren. Die Rollen können selber aufgeteilt werden, wobei es am Ende der Runde immer 5 DPS gibt und einen Tank, weil keiner Lust hat, den Healer zu spielen. Fucking switch, dude. You're not doing shit for the team. Did we not have a Widow? Can you not play Bastion? Hanzo, will you please swap? Overwatch kommt mit einer Vielzahl an durchdachten und einzigartigen Helden, die man spielen kann. Okay, Feierabend. Monkey. Mit Genji, ein unfassbar krasser Ninja mit Samurai-Schwert, der aber in 99% der Fälle von irgendwelchen Elfjährigen gespielt wird, die denken, sie könnten das ganze Team von alleine carryen. Is that a pro Genji? Yeah. Es ist der eine Typ, den es in jedem Spiel gibt. In League of Legends ist es Yasuo. In Valorant Jett und in Team Fortress der Scout. Dann gibt es noch Mei oder auch das Letzte, was du siehst, bevor du 4 Stunden lang eingefroren wirst. Und warte mal, Mei? Ich glaube, Roxy? Maus? Du hast, glaube ich, immer Mei gespielt, oder? Roxy war auch richtig krass into Overwatch. Ich glaube, du hast Mei immer gespielt, oder? Ja, ich glaube schon. Und irgendeiner der riesigen Tanks dich danach an die Grenzen der Galaxie befördert. Das war mein Dieser Charakter ist eine Fusion aus Gandhi und einem Roboter und hat unfassbar dicke Balls. Zenyatta ist gay. Bastion ist nur ein Roboter, der mit der extrem komplizierten Metastrategie an einer Stelle warten und schießen gedrückt halten gespielt wird und somit das ganze Game gewinnt. Bastion is a way of life for me. I never change my character. Fuck you. Und das hier ist ein fucking Hamster in einem Roboterball. Und weil keinem ein cooler Name einfiel für einen Hamster mit Gewehren, nannte man ihn einfach. Dieser Charakter ist komplett nutzlos. Dieser Charakter ist auch komplett nutzlos. I could make an Indian tech support joke here, but I won't. Your computer has what? Und über diese Charaktere existiert mehr Overwatch-Pornografie, als das überhaupt Spieler in den letzten 5 Jahren gab. Ich besorg's mir auch zu Widowmaker. Ich besorg's mir jeden Tag zu ihm. Ich besorg's mir jetzt gerade zu Widowmaker. Oh, ach du Scheiße, da macht er sich wirklich. Solltest du es zufällig schaffen, doch ein paar Gegner zu killen, wird dein Gameplay am Ende vor allen Leuten angezeigt und du bekommst das sogenannte Play of the Game. Play of the game. Ziel vom Spiel ist, Monkey, ist einen Punkt einzunehmen oder als strategisches Team die Fracht zu schieben. Doch in 99% der Fälle macht ein einziger Spieler die ganze Arbeit, während die anderen sich am Rande der Map um ein Medikit prügeln. Das Game wird von Jeff Kaplan geleitet. 2 to the 1, from the 1 to the 3. What's up, this is Jeff from the Overwatch Team. Meme-Legende und seit neuestem offen rechtsradikal. That escalated quickly. Und außerdem die große Ehre, jedes Mal aufs Neue das bevorstehende Overwatch-Update zu verkünden. Ein neues Update. If you pick Hanzo in a competitive match, your player level will be reset and then your PC will light on fire. Hat außerdem einen 10-Stunden Livestream gemacht, in dem er vor einem Kamin sitzt und vor 30.000 Leuten absolut gar nichts macht. Hier ein paar Highlights. Legende. Was zur Hölle? Come on, do something. Aha. I need healing. This is Jeff from the Overwatch team. Außerdem gibt es noch die professionelle My name's Jeff. Overwatch League. Und hier kann man sich die Faustregel merken. Je unangenehmer die Teams die Arena betreten, desto besser werden sie wahrscheinlich spielen. Another one! DJ, you say Kevin! DJ! Another one! Die E-Sport League.
Another one. Er hat außerdem zahlreiche Talente hervorgebracht, wie zum Beispiel den kanadischen Philosophen Felix Lengiel. I've seen some of these documentaries. I'm feeling none of that. Hey, the game government, and I'm not getting one of the sample. Not getting my 3D. I have no idea what the fuck you're saying. Die nächsten Jahre kamen dann ein paar Expansions für die anderen Spiele. Es wurde sich weiter um den E-Sport gekümmert und die Games wurden Stück für Stück immer mehr monetarisiert. Auf einmal sind wir in 2019. Oh, der arme Kleine. Und zahlreiche Chinesen in Hongkong kämpfen nicht nur um ihr Leben, sondern auch gewaltsam für die Unabhängigkeit vom südlichen China. Es war ein ganz normaler Sonntag. Wie schnell ist das denn jetzt eskaliert? Das Hearthstone Grandmaster Turnier ist in vollen Zügen und ein chinesischer Spieler namens Blitz Chang machte folgendes in seinem Interview nach dem Match. Blizzard bannte am selben Tag noch den Spieler von jeglichen Wettkämpfen, nahm ihn all sein Preisgeld wieder weg, stellte in Höchstgeschwindigkeit das VOD vom Turnier auf Offline und feuerte die zwei anwesenden Kommentatoren dazu noch gleich mit. Was ist los? Dieser Gestank, den kenne ich irgendwie. Blizzards Reaktion machte natürlich sofort Schlagzeilen und sorgte für ziemlich große Empörung. Suspended a gamer and taken his prize money away. That is fucking crazy. All his prize money and they've suspended him for a full year. Und so stellten sich einige Leute die Frage, warum zum Teufel kehrt sich eine amerikanische Videospielfirma, die Spiele programmiert und in einem demokratischen Land sitzt, so sehr dafür, wenn ein asiatischer Hearthstone-Spieler zum Protest gegen eine kommunistische Partei in China aufruft. Donald Trump, don't trust China! China is asshole! Okay, Speedrun-Erklärung. Okay, oh, das ist jetzt ein ganz weirdes Kapitel. Rein da. Es gibt in China eine Firma, die heißt Tencent. Das ist, by the way, der größte Videospielentwickler der ganzen Welt, hat aber noch kein Schwanz was von gehört. Diese Firma steckt ganz schön viel Kohle in alle möglichen Firmen auf der Welt und die Chefs dieser Firmen können sich dann dadurch mehr Yachten leisten. Sollte also mal eine Firma etwas tun, was die chinesischen Investoren gar nicht mögen, ist das Geld auch wieder weg. Also heißt es Schuhe lecken, den roten Teppich ausrollen und bloß nicht in irgendeiner Weise Winnie Pooh erwähnen. Boys, we did it. I'm banned from China. That's right. Riot Games, die Macher von League of Legends, gehören sogar zu 100% Tencent. Hier eine Liste mit all den Firmen. Juhu. Best companies in the world right now are companies like Tencent and ByteDance. Und fragt euch mal, warum in allen möglichen Spielen immer diese hässlichen chinesischen Neujahrskins und Events rauskommen. Yep, das ist subtile Propaganda, um China als wunderbares, tolerantes Superland darzustellen. Nein, wir stecken keine Leute in Arbeitcamps. Wir sind China und feiern mit euch das chinesische Neujahr in Fortnite. Okay, vergesst jedes Mal, dass ich zuvor gesagt habe, gottloser Edit. Das ist der gottloseste Edit des ganzen Videos. Die protestieren für Freiheit, für den freien Willen, wollen nicht in Konzentrationslager gesteckt werden. Und er flosst. Dum, 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 dum. Why visit France when you can just visit the replica in Tiangdicheng? Hey look, they're even building a copy of the Holocaust. Mit Tencent haben wir also eine riesige Monopolfirma, die in China sitzt. Ich muss gerade klarkommen auf dieses Video. Gesteuert wird und gleichzeitig enormen Einfluss auf die größten. Das war noch nicht mal die Hälfte, Junge. Firmen der ganzen Welt hat. Ja, ich sehe da absolut gar kein Problem. What the hell? Made in China. New World Record, baby! Und ja, auch Blizzard musste klein beigeben, als Papa Tencent wieder am Telefon geschrien hat, dass man doch ganz schnell den bösen Hearthstone-Spieler, der sich für Hongkong aussprach, bannen soll. Tja, das heißt nichts umsonst. Löse dich von jedem freiheitlichen Gedanken, wenn du je an der warmen Brust Chinas nuckeln willst. Und genau dieser Sachverhalt fand seinen Weg dann irgendwann auch auf Reddit. Und noch am selben Tag startete mit dem Hashtag Boycott Blizzard einer der größten Videospielproteste der Gaming-Geschichte. Es hat begonnen. Also erstmal gab es haufenweise Spieler, die sich dazu entschieden, ab jetzt keinen einzigen Blizzard-Titel mehr anzufassen oder ihr WoW-Abo beendeten.
Oh mein Gott, was passiert mit mir? Bilder von verbrannten Blizzard-Spielen, Videos, wie komplette Accounts gelöscht oder bis aufs Wesentliche reduziert wurden. Und Leute fingen an, sich wieder den altbekannten Gaming-Klassikern zu widmen. This is me. Team Fortress is back! No! Und auch die Blizzard-Mitarbeiter machten mit, versammelten sich vor dem Hauptgebäude und überklebten das berühmte Schild vor der Statue mit der ironischen Aufschrift: Jede Stimme zählt. Mr. King, who have you not bought? That's the real question. That is the real question. Zahlreiche Blizzard-Versionen vom China Tiananmen Square Massacre wurden erstellt und fanden ihren Weg in das Internet. I will not stop boycotting Blizzard Games. Leute schrieben komplett sinnlose Mails, um irgendwie die Postfächer von Blizzard zu überlasten. Ich wurde von einer Harpune getroffen. Okay, scheiß drauf, ich bin raus. Und auch andere Hearthstone-Spieler aus dem Turnier schlossen sich der Sache an. Last any longer. They do draw the second spirit. And that is game. Yep, und Blizzard gießte Öl ins Feuer und bannte auch diese Spieler für ihren Protest. Man würde ja laut dem Regelwerk keine politischen Statements oder Proteste in der Firma akzeptieren, hieß es. Oh no. Pride in Overwatch. Oh no. Gender fluid, intersex, lesbian, adding a transgender here. I am very gay and I fucking hate this. Ganz nach dem Motto, es ist nur okay, solange es sich vermarkten lässt. Was that, Beijing? Und so einigte man sich darauf, die Overwatch-Heldin Mei zum offiziellen Pro-Demokratie-Symbol der Spieler zu machen. Wenn wir Mei in ein Pro-Hongkong-Symbol verwandeln, könnten wir das Spiel in China gebannt kriegen. Modern problems require modern solutions. Aber seht euch um! Jemand muss etwas tun! Wir müssen etwas tun! Die Welt versinkt im Chaos und braucht Helden! Seid ihr dabei? Monkey. Daraufhin wurden zahlreiche Kommentarsektionen gesperrt und Blizzard sorgte dafür, dass man seinen Battle.net-Account nicht mehr deaktivieren konnte. Logischerweise, damit die Spielerzahlen nicht weiter sanken. Das muss die beste Woche sein, die EA und Ubisoft seit Jahren hatten. Bis dann Wochen später endlich das erwartete, halbherzige Statement kam. I want to say a few words. I am sorry. Das Preisgeld wurde zurückgegeben, der Bann wurde etwas reduziert, doch der Rufschaden an Blizzard war bereits passiert. I want to be clear, our relationships in China had no influence on our decision. Utter, ja, complete wahrscheinlich. Bullshit. China. Und rückblickend, echt jetzt? No way, wirklich? Zeigte sich ein Haken an der ganzen Sache. Wer glaubt ihr, leidet am meisten, wenn auf einmal zahlreiche Leute anfangen, ihre Blizzard-Spiele zu deinstallieren und die Firmeneinnahmen sinken? Sehr wahrscheinlich nicht die großen Chefs der Firma. Und genau das hat man später auch gemerkt. Bobby Kotick feuerte über Nacht hunderte Mitarbeiter. Richtig, und das ist einfach das große Problem an dem ganzen Boykott-Thema. Es trifft nicht die, die man wirklich boykottieren will, ne? Es trifft halt auch da wieder die kleinen Armen ganz unten. Die werden dann gefeuert und der CEO steckt sich die gleiche Kohle in die Tasche wie im Vorjahr. Juckt die nicht. Das ist so das Problem. Sobald mal jemand wirklich mächtig ist, hast du keine Chance, irgendwas gegen die Person zu machen. Und das ist so ein riesiges Problem, das ich generell mit allem gerade habe. Es fühlt sich immer alles so sinnlos an, oder? Man fühlt sich so machtlos als Normalbürger irgendwie. Okay, das wurde ganz schnell sehr dark. Ich will hier auch nochmal in den Raum werfen, dass Bobby Kotick 30 Millionen Dollar im Jahr macht. Während sich die gefeuerten Mitarbeiter weinend und umarmend vor dem Parkplatz trafen. Bitte, du darfst die Karte nicht spielen. Und jetzt aktiviere ich Bobby Kotick. Ich meine, was zum Teufel will dieser Mann überhaupt mit seinem Geld? Etwa zur Jeffrey Epstein-Insel fliegen? Oh, sorry. Andererseits, es gibt sehr wenige Promis, die nicht mal auf einer Insel von Epstein waren. Was haltet ihr von diesem süßen Hund hier? Als die ist schon Legende. Ganze Sache wieder abflachte, wurde dann später überhaupt nicht scheinheilig noch Black Lives Matter gepostet. Und Bobby selber war der Meinung, dass sich Blizzard eigentlich überhaupt nicht politisch engagieren sollte. Also ich habe meinen Blizzard-Account wegen der Hongkong-Kontroverse gelöscht. Jetzt will ich aber das Overwatch-Halloween-Event spielen. Wie bekomme ich meinen Account zurück?
Junge, so viel Nostalgie, einfach dieser Track, alle YouTube-Tutorials damals. Erinnert ihr euch noch? Wartet mal. Erinnert ihr euch noch daran, als YouTube-Tutorials so aussahen? Oldschool. 2020 kam dann immer noch kein neues Spiel. Dafür bekam Warcraft 3 ein Remake. Das Spiel war damals enorm beliebt und bereits 2018 wurde angekündigt. Oh, achso, das ist das, was ich vor einer Stunde angeteasert habe. Okay, jetzt wird's im Video erwähnt. Gut, also eigentlich hätte ich es uns sparen können. Na gut. Nicht, dass man dem 16 Jahre alten Spiel eine Überarbeitung verpassen möchte. I am honored to present the return of another Titan. Ich weiß noch, ich war drauf und dran, das war in einem Stream 2018, 19, das war in einem Livestream, ich war drauf und dran, das vorzubestellen. Gonna be an exciting new chapter. You can order that today. You can pre-order that today. I will pre-order your mama. Pre-ordered. Lol. Zwei ganze Jahre sollte das Remake in Entwicklung sein. Und ja, dann kam der Release Day und oh mein Gott, Blizzard. Wie habt ihr es hinbekommen, ein bereits komplett fertiges Spiel fehlerhaft neu rauszubringen? Biggest scam in gaming history in 2020. Nice beta Blizzard LMAO. Blizzard in a nutshell. Das sind die Cutscenes von der BlizzCon zwei Jahre zuvor. Das sind die Cutscenes vom Spiel, als es rauskam. They fucking lie! Deine fucking Einheiten ändern die Farbe. First, I hope you guys like the style we went with. Was geht hier vor? Manche Truppen wurden geremastert und manche wurden anscheinend komplett vergessen. Warum kann ich nicht mit meinen Freunden spielen? Die Idee von neuen Sprechern wurde gestrichen. Dafür gibt es jetzt sowas. Der Wind dringt einem durch ein Bein und ihr zittert nicht ein. Gott, Alter. Ich starte eine neue Runde und habe sofort verloren. Defeat? What? I just lost. What the fuck? Really? Junge, das war ja mal so eine Katastrophe, Digga. Also eins ihrer besten Games, ne? Wirklich eins der besten Games nehmen und so wieder rausbringen. Ich weiß, was das ist. Ein unsichtbar machender Tarnumhang. Das Hauptmenü ist eine Web-App, die über Chrome läuft und genau deshalb die komplette CPU lahmlegt. Welcher Mensch hat das bitte abgesegnet? Arthas looks like a drunk. He looks like a 55-year-old drunk. Wartet, bis ihr mich im Einsatz. Yep, diese Liste von Features, die im Spiel fehlen, ist ganz schön lang. That shit is in the game. Our gold mine has collapsed. Custom games broken, the login is kind of broken, the connection is broken, the online activity is broken, the frame rate is shit, the stabilization is terrible. Lieber Support. Die Robbe. Mein Spiel funktioniert nicht. Ja, dann kauf doch einfach einen neuen PC. Fucking Blizzard! They just want cash bucks, dollar, sterling, Fortnite, V-Bucks. Drei neue Spielfehler, die ich zu meiner Sammlung von anderen Spielfehlern legen kann. Warcraft 3 vs. Warcraft 3 Reforged. Okay, das Remake ist also scheiße. Du willst deshalb lieber das alte Warcraft. Ja, und das ist der Punkt. Das ist jetzt das Schreckliche, Digga. Drei Spiel. Tja. Du kannst nicht mehr das Originalspiel kaufen. Du kannst nur noch das neue Spiel kaufen. Das komplett verbuggte, kaputte Spiel. Das geht nicht, denn die alte Version wird mit dem Remake ersetzt. Ja, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe, Digga. Heißt, du musst dich als jahrelanger Spieler auf einmal mit diesem halbfertigen Müll zufrieden geben. Stating the following, Warcraft 3 Reforged Refund Request denied. Fuck. Geld für das Spiel zurückzubekommen, war ohne Behörden so gut wie unmöglich. Wenn dein Spiel vorbestellst, verpflichtest du dich bloß für irgendwas zu bezahlen, was ein paar Arschgeigen in Kalifornien nicht mal fertiggestellt haben. Weißt du, was du für so eine Vorbestellung kriegst? Ein Schwanz in den Mund. Und dann kam das Gewohnte. Es tut uns so leid. Digga! Nostalgie, diese ganzen Drecks-YouTuber, Entschuldigung. Das ist Logan Paul, Suicide Forest. Das ist Travis Scott für diese Geschichte auf dem Konzert. Oh man, I'm sorry. I don't know. Und was war das? Das ist Miranda Sings, oder? Was war denn da nochmal los? Das ist gar nicht so lange her, oder? Ich bin gerade nicht sicher. That I'm very sorry and I apologize. That keeping up! Und so review-bomben Leute aus Frust das Spiel auf Metacritic.
Disappointment, disappointment, disappointment. The worst remaster game ever. It's a load of donkey poo. Suicide prevention hotline number 800-273-8255. You're gonna need it. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Und dadurch wurde es über Nacht das am schlechtesten bewertete Spiel aller Zeiten. Verdient, ne? Ganz unten auf dem Rang 19.000. 0,6. Boah, noch schlechter als Battlefield. 95. Somehow Blizzard is now worse than what... Stimmt, ja, sie hat Minderjährige belästigt und einen Ukulele-Song als Entschuldigung gemacht. Ja. Danke, Guglino, danke fürs Raussuchen. Das ist nicht lange her, ne? Esther! Das Geld hat sich Blizzard ordentlich schmecken lassen. Ein paar Sachen wurden dann über die nächsten Monate gefixt, damit die Leute aufhören zu nerven. Und dann ging es weiter zum nächsten Projekt. Wir schreiben mittlerweile 2021. Sad, oder? Das ist jetzt einfach Geschichte. Blizzard hat immer noch kein neues Spiel rausgebracht. Dafür kommt etwas ans Licht, was der Firma den absoluten Gnadenstoß verpassen sollte. Blizzard Entertainment wird vom Bundesstaat Kaliforniens angeklagt wegen sexueller Belästigung auf dem Arbeitsplatz. Ladies and gentlemen, we need to talk about Activision Blizzard. Over the way a new sexual harassment lawsuit claims the company has treated women for years. I think at this point it's safe to say Activision Blizzard is the most evil video game company ever. Das Ganze hat unfassbar schnell Schlagzeilen gemacht. Und plötzlich meldeten sich Ex-Angestellte, anonyme Mitarbeiter und andere Instanzen zu Wort, bis am Ende über 500 Beschwerden zusammenkamen. Und so merkte man, dass diese sexuelle Belästigung nur die... Der Michael Scott, habe ich das sofort erkannt, den Zeigefinger. Der Lümmel. Für den Kontext, das ist eine The Office-Folge. Da ist eine Mitarbeiterin, nämlich Phyllis. Und auf dem Weg zur Arbeit ist halt ein Mann und der entblößt sich ihr. Und der Chef Michael Scott, anstatt das ernst zu nehmen, macht er halt das hier. Macht sexuelle Belästigung. Digga, so ein Dreckiger. Also in manchen Folgen hast du ihn einfach so gehasst, ne? So ein Dreckiger. Und nur die Spitze des Eisbergs war. Laut der 29-seitigen Klage spielen männliche Angestellte während der Arbeitszeit primär irgendwelche Videospiele, meistens Call of Duty. Which one of you motherfuckers called my mom gay? Die Arbeit wird dafür an die Frauen delegiert und überall im Büro steht Alkohol. Was? Hol rum, was dazu führt, dass sich viele Mitarbeiter den ganzen Tag über besaufen. Was im Nachhinein auch so einige Spielpatches erklärt. Es gab regelmäßig eine Art Büro-Event namens Cube Crawl, bei dem sich Männergruppen an einem bestimmten Wochentag gemeinsam im Büro betranken und dann durch das Gebäude liefen, um Frauen auf verschiedenste Weise zu belästigen und einfach nur Unsinn zu bauen. For real jetzt? Aber bei dem CEO wundert mich auch gar nichts. Aber Junge! Mein fucking Pferd in Diablo seit Wochen immer noch buggy ist. Was zum Teufel treibt ihr auf der Arbeit? Sir, Sie haben den Job. Außerdem wurden... Krass, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? ...eurische Lines auf der Mitarbeitertoilette gezogen. Frauen bekamen aus Prinzip weniger Geld, obwohl sie doppelt so viel leisteten. Einfach, weil sie Frauen sind. Und Angestellte wurden regelmäßig mit Flaschen beworfen. Frauen haben keine Gehaltserhöhungen bekommen, weil sie ja vielleicht irgendwann schwanger werden könnten. Und es wurden heimlich Kameras auf der Damentoilette installiert. Was zum Fick? Lasst mich kacken. Manche Mitarbeiter haben so wenig Lohn bekommen, dass sie ganze Mahlzeiten überspringen mussten, um ihre Miete zu bezahlen. Woher wusstest du, dass ich bei Blizzard arbeite? Vergessen. Okay, der war böse. Nicht. Bobby Kotick macht 40 Millionen im Jahr. Konnten sich nur Haferflocken zum Essen leisten. Du willst als Frau Urlaub nehmen, du musst ein einseitiges Essay darüber schreiben, wie du deine Zeit im Urlaub nutzen wirst. Boah, ich hab so Ekelgänsehaut gerade. Blizzard, are you serious? Must be a dream to work at. Ob du bei Blizzard angestellt wirst, ist auch davon abhängig, ob du gut aussiehst oder nicht. Es gab ein Apartment von Blizzard-Mitarbeitern mit dem Namen Cosby Suit, benannt... Oh nee. Okay, das wird jetzt sehr schnell sehr dark. Ihr wisst, was Bill Cosby gemacht hat? Nach dem verurteilten Vergewaltiger Bill Cosby, in der sich regelmäßig Mitarbeiter versammelten, um dort besoffen Partys zu feiern und Koks zu nehmen.
Kokaina. Die sogenannten Hot Chicks wurden davor für das Zimmer rekrutiert. Meistens waren das Frauen von der BlizzCon, die Fan von den Spielen oder Entwicklern waren. Junge, die ganze Debatte, die wir vor ein paar Monaten um Rammstein hatten, ne? Ist ja ein Witz dagegen. Komm mit ins Hotel und ich gebe dir 20 Lootboxen, Baby. Welche dann dort abgefüllt worden sind und dann, naja, ihr wisst schon, Mensch, ärgerlich nicht gespielt haben. And the women! Ah, the women! Von einer Mitarbeiterinnen wurden Nacktfotos auf einer Firmenveranstaltung rumgereicht. Boah, sorry, das Thema macht mich fertig, Junge. Das macht mich wirklich fertig. Nee, da komme ich gar nicht drauf klar. Das ist Endzone für mich. Oh. Leute, ich habe 3 Töchter. Ich habe 3 Schwestern. Ich habe eine Mama. Ich habe eine Verlobte. Oh, Junge, das macht... Okay, ich lass mal laufen. Sie ist dann nach Hause gefahren und hat sich umgebracht. Monster, du bist wie Hitler, aber der hat sich wenigstens für Deutschland interessiert. Okay. Gut, das hat's wieder aufgelockert. Das ist okay. Es gab mehrfach Fälle, bei denen ein unbekannter Angestellter die abgefüllten Muttermilchflaschen von Mitarbeiterinnen aus dem Kühlschrank klaute. Auch genannt der Muttermilchdieb. What the fuck? It's so ridiculous. This is disgusting. Goo goo gaga, I want the titty milk. Fortune. Junge, was macht Jeremy Fragrance schon wieder? Fand die Story genauso krank wie alle anderen auch und hat sich CIA-mäßig sofort... Ja, bitte, bitte! ...auf die Suche gemacht, um den Muttermilchdieb zu finden. Als wäre das ein Internet-Sidequest mit dem Namen Findet den Milchbanditen. Nur um dann herauszufinden, dass das Ganze selber ein Fortune-User war, der das vor Jahren schon einmal auf der Plattform postete. Drink it before your workout for maximum gains. Dann kam der Ronny raus, dass wichtige Dokumente, die von Kalifornien für die Untersuchung angefordert wurden, absichtlich geschreddert wurden. That'll solve everything. Dann kam noch raus, dass Bobby Kotick von diesen ganzen Sachen wusste, es ihm aber offensichtlich egal war. Doch als er merkte, dass die Leute ziemlich sauer waren, meldete er sich höchstpersönlich mit einem Statement zu Wort. I want to talk with you today about our future. And reiterate my conviction to create the most welcoming and inclusive workplace. I am so confident we will get there. Junge, einfach Comic-Bösewicht. Welcoming, inclusive workplace, welcoming and inclusive workplace. Welcoming and inclusive workplace. I am truly grateful. Er ist echt ein Psychopath. Außerdem hat er daraufhin eine Frau eingestellt, die ab jetzt für eine gesündere Arbeitsatmosphäre im Büro sorgen sollte. Eine Frau, die seit Jahren dafür bekannt ist, Kriegsverbrechen und Foltermethoden zu glorifizieren. Ja, wer könnte nur besser geeignet sein? Just a regular day in the Blizzard Entertainment Office. Oh Junge, das Kapitel wurde so schnell so dark. Streamer haben daraufhin aufgehört, Blizzard-Spiele zu streamen, Spieler veranstalteten digitale Protestaktionen und deren installierten die Spiele erneut und auch vor dem Büro sammelten sich Mitarbeiter erneut und protestierten gegen die herrschende Arbeitsethik bei Blizzard. Working at Blizzard was my dream job. Invited to have casual sex with my supervisors. I was told they were just joking. And I should get over it. We don't need more corporate blah blah blah. Außerdem entstand die wunderbare Schlagzeile Activision Blizzard ermittelt Activision Blizzard und fand heraus, dass Activision Blizzard absolut nichts falsch gemacht. Most of what you've read in the news media is just a mischaracterization. Und um die Bruder, ja, und dein bester Buddy Trump fasst es gut zusammen, Fake News. Spieler wieder ruhig zu stellen, wurde ein Ingame-NPC, der nach einem Mitarbeiter benannt wurde, zu einer Frau gemacht. Der Name vom Cowboy McCree wurde geändert. Name's McCree. Okay, I guess they changed it again. Es gab das gewohnte Entschuldigungsstatement. Wow, this is worthless. Welcoming and inclusive workplace. Und sexuell suggestiver Ingame-Content wurde zu Obst verwandelt. Jack, ich möchte, dass du mich so zeichnest wie die Mädchen in World of Warcraft. Dass er das schafft, ne? Dass du. Oh Gott, wo hab ich Pause gedrückt? Oh Gott, was ist das denn?
Mann. Aber dass Jules das wirklich schafft, solche Themen trotzdem aufzulockern, dass man sich nicht so komplett wie das letzte Häufchen Elend fühlt. Also wirklich, ich habe wirklich Sodbrennen bei der ganzen Thematik. Das macht mich wirklich, wirklich, wirklich fertig. Es ist so schrecklich, dass einfach die Hälfte unserer Menschheit Angst hat, alleine über die Straße zu gehen, aus Angst vor der anderen Hälfte. Das ist so unglaublich schrecklich. Und ich bin als Mann ja auch nur Teil des Problems, weißt du? Hello, Blizzard. I think you forgot something. Und ein paar Monate später verzeichnete Blizzard dann trotzdem wunderbare Zahlen. Was? Keiner redete mehr über den Skandal und so feuerte Bobby Kotick erstmal aus dem Nichts ein paar Mitarbeiter, um die Ausgaben der Firma zu reduzieren, welche dafür als Entschädigung eine 200 Dollar Battle.net-Giftcard in die Hand gedrückt bekam. Oh Gott, ich bin arbeitslos. Dafür habe ich jetzt eine Schildkröte. Ein Jahr später gab es dann noch eine Anklage gegen Blizzard, die zeigte, dass sich offensichtlich kaum was geändert hat. Man würde aber jetzt ein Mitarbeiter-Ranglistensystem führen, was wohl so viel heißt wie: Oh, du hast seit 3 Tagen keine Frau belästigt. Du kriegst ein Gutgemacht-Sternchen und vergiss nicht, bei 5 Stück kriegst du ein Sandwich umsonst. 100 Dollar Points have been deposited into your account. Und dann wurde angekündigt, dass man nach der ganzen Kritik der Spieler jetzt endlich für mehr Diversität in den Spielen sorgen möchte. Habe ich irgendein Blizzard-Game gezockt in den letzten Jahren, seit die ganze Geschichte war? Ich glaube nicht. Oder doch? Habe ich aus Versehen? Oh, ich hoffe nicht. Also ich hoffe, ich habe die nicht auch nur mit einem Cent supported. Blizzard-Games-Liste. Okay, wenn ich mich nicht irre, dann habe ich in den ganzen letzten Jahren nicht einen Cent an Blizzard gegeben. Besser ist. Und das mithilfe eines Diversity-Tools, welches verschiedene Charaktere aus Blizzard-Spielen anhand bestimmter Eigenschaften katalogisiert und somit als unterschiedlich divers einstufen kann. And this is Lucio. He is a DJ living in Brazil, so he is a little bit out from the norm. Anna als Beispiel kriegt Punkte dafür, auf einem Auge blind zu sein, aus Ägypten zu kommen und anscheinend einfach, weil sie eine Frau ist. Und als das Schlagzeilen gemacht hat, stellten sich einige Spieler ein paar Fragen. Finally, a ranking system. Ah, Crash Bandicoot. Verdammt. Ihr habt recht. Verdammt. Gott, das war mir echt nicht bewusst, ne? Ich würde es wirklich nicht supporten wollen mit meiner Kohle, so. Und win. Wie zum Teufel soll man bitte Bastion einordnen? Es ist ein gottverdammter Roboter. Ist das divers? Oder Winston, es ist ein Affe mit Sehschwäche und somit wahrscheinlich sehr divers. Diese Orki hat 2 Köpfe. Wow, das gibt 10 Diversitätspunkte. Wie divers ist mein Level 20 Panda im Mario-Kostüm? Super Mario! Okay, hier wird es ein wenig schwerer. Den überspringen wir vielleicht einmal. Oh, ein Zitteraal. Der kriegt 10 Punkte für Kultur und 10 Punkte für Gender-Identität. How the fuck did this get through PR? Nun, neben den ganzen Memes und Jokes, die daraus resultierten, kann man sich hier eine essentiell wichtige Frage stellen. Ist es nicht etwas problematisch, alle Charaktere nach Hautfarbe, Rasse, Sexualität und Herkunft jeweils schlechter und besser einzuordnen und sie miteinander zu vergleichen und zu bestimmen, wer von ihnen der bessere Mensch ist? Fuck casual racism, we're going ranked. I don't care what you think. Make a game and shut the fuck up. Und dann kam 2022. Junge, das wird immer schlimmer und schlimmer, ne? Das ist wirklich eine Abwärtsspirale, dieses Video. Nach zahlreichen Jahren kam endlich wieder ein neues Spiel unter Blizzard Entertainment raus. Ein Titel, welcher vor 4 Jahren bereits angekündigt wurde. Machen wir einen kurzen Timeskip zu 2018. Die diesjährige BlizzCon wird eröffnet und zahlreiche Gamer versammeln sich vor der Bühne, um die Ankündigung des neuen Blizzard-Titels zu hören. An epic year, dude. Yeah, so many people just waiting outside. This is it. They were waiting all year for this moment. Yeah. Die Ankündigung so exklusiv, dass man 40 Euro zahlen muss, um den kompletten Livestream online schauen zu können. Is Reaper Mexican? Und dann war es soweit. Die Vorhänge fallen für den neuen großen Blizzard-Titel. BlizzCon, we love Diablo.
Oh mein Gott, der Chat rastet aus. Es ist endlich Diablo 4. I was here, Pog. What's wrong with his hair? Doch plötzlich fallen die Worte Mobile devices keep us closer than ever to our friends. Oh, das war so ein Griff ins Klo. So ein Griff ins Klo, Digga. And loved ones. Und auf einmal bestand der Chat nur noch aus langgezogenen und enttäuschenden No's. Nothing brings a family together like slaying demons. Mission failed. Die Fragerunde startet. Ein paar sinnlose Fragen später und ein Mann mit einem roten Shirt bewegt. Ja genau. Auch er wieder absolutes Meme geworden. Sich zum Mikrofon. Der Chat wusste genau, was jetzt kommt. Plötzlich erscheint eine Bossleiste über seinem Haupt. Bossmusik fängt an zu spielen. Der Mann auf der Bühne deutlich underlevelt. Hey, wondering, is this an out of season April Fool's joke? It's a fully fledged Diablo experience on mobile. Die Tradition führte sich fort. Die drei Typen in roten Shirts waren komplett. Red shirt guy. Red shirt guy. The actual red shirt guy. Red shirt guy. Ja, er war überall, Digga. Is there any plans to make this playable on PC? We don't have any plans at the moment to do PC. You guys not have phones? Yeah, you Die Stimme kenne ich doch irgendwo, ja. Don't you guys have phones? Yeah, I got a butthole too! Doesn't mean I want you to have sex with it! Thank you. Die Leute waren offensichtlich empört über diese Ankündigung, denn allen war klar, es wird ein halbherziges Free-to-Play, Pay-to-Win-Mobile-Game, um den chinesischen Trend der Live-Service-Handyspiele nachzurennen und einfach nur ein bisschen Geld abzugreifen. Doch der Shitstorm hat sich schnell beruhigt, denn es kam kurze Zeit danach Fallout 76 raus. Und das war nochmal ein anderes Kaliber. Well, I got so mad, I shaved everything off my face. Zurück zu 2022 und das Spiel kam raus, mitsamt zwei absolut gut ankommenden Spieltrailern. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard. Привет, Blizzard, удалите это градусов гра... And this is my reaction on Diablo Immortal. Сука, блядь! Und neben der eh schon herrschenden Unzufriedenheit mit Blizzard wurde all dieser Frust ausgelassen mit einem riesigen Review-Bombing auf Meta. Was zur Hölle war das denn? All dieser Frust aus... Was zur Hölle? ...ausgelassen mit einem riesigen Review-Bombing auf Metacritic. How the mighty have fallen. Blizzard used to make some of the greatest games of all time. And now it targets children for microtransaction gambling. Fuck you. Das schlechteste Spiel aller Zeiten. Mit einer Wertung von starken 0.3. I work in mobile esports. Ist das schlechter als dieses Warcraft 3 Remakes? People are wrong. Das war bei 0.6, ne? Das ist ein neuer Rekord für Blizzard. Mobile esports. Oki und die Kakerlaken, Digga. Es gibt 21 verschiedene Währungen in diesem Spiel, für die man fast alle Geld ausgeben kann. Um deinen Charakter komplett zu upgraden, müsstest du $110,000 ausgeben. Oder du musst einfach nur 10 komplette Jahre am Stück Diablo Immortal spielen. Hey, Schrubber! Du bist fällig! Ich geh grinden, überlevel mich bis Ultimo, hol mir ein fettes Feuerschwert und dann bist du fällig! Das ist dein Loot, wenn du Diablo Immortal Free-to-Play spielst. Das ist dein Loot, wenn du Geld in Diablo Immortal ausgibst. Wow! Two Legendaries, three, what the four? So what? It's $10 to make a clan? What? Hey Leute, willkommen zu meinem Willkommen zu meinem Diablo Immortal. Diese oldschool YouTube Tracks. Diablo Immortal. Diablo Immortal. Diablo Immortal. Wow, das Spiel ist wirklich immersiv. Es fühlt sich nämlich an, als wäre ich wirklich in der Hölle. 800% extra value? I'd be losing money if I didn't buy this. Dass man die besten Embleme im Spiel bekommt, hat eine Chance von 0,045%. Es gibt ganze Seiten, auf denen man simulieren kann, wie viel Geld man verlieren würde, bis man so ein Emblem ergambelt kriegt. Delete your accounts. Fuck this trash. Fuck this dog shit game. Man könnte jetzt auch meinen, das Spiel sei total gefloppt. Alle haben es gehasst, die Entwickler wurden noch vor Release live ausgebuht und sogar die Aktie hatte keinen Bock auf das Spiel. Insgesamt wäre es also ein totaler Verlust für Blizzard.
Doch Diablo Immortal hat bereits nach 2 Monaten 100 Millionen Dollar gemacht. History repeats itself. Was, Alter? Und im ersten Jahr 525 Millionen. Und es ist eine halbe Milliarde. Somit nach Pokémon Go das am besten verkaufte Mobile Game auf dem Markt. Okay. Was? Hey, wie kann das sein? Diablo Immortal is 10 times worse than Genshin Impact. Jeder Entwickler, der ein guter Einspieler. Wo Transaktionen anbietet, unterteilt alle Spieler in verschiedene Seetiere. Ja, wirklich. Die große Anzahl der Spieler sind Fische. Diese geben nichts oder maximal 5 Euro aus. Ich kann ihr Geld nicht annehmen, Mr. Krabs. Das Gaming ist doch meine Leidenschaft. Dann gibt es Delfine, die sich ab und zu mal was im Spiel gönnen oder vielleicht um die 50 Euro im Monat ausgeben. Und dann gibt es mit ca. 1-2% der Spieler die Haupteinnahmequelle der Entwickler. Die Wale. Ein männlicher Buckelwal. Ein Sänger. Hä? Hast du etwa noch nicht einen Tag nach Release alle Skins in diesem Spiel freigeschaltet? Nein, ich bin gar nicht viel stärker als ein normaler Free-to-Play-Spieler. Das hier ist ein Wal, der mit seinem Pay-to-Win-Charakter alle Leute im PvP. Achso, meine Facecam verdeckt das natürlich. Perfekt. P-killt. Humpback whales. I love BBB. Man, I've done things in life that make me feel really stupid, but after seeing this I'm perfectly fine. Doch hier ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass die meisten Wale nicht einfach nur komplett dumm sind, sondern teilweise auch extrem spielsüchtig. Und Blizzard nutzt das Ganze natürlich scharf. Ja, da hatte ich ein ganzes Video zu gemacht auf dem Matti-Kanal als Reaction zu einem Simplicissimus-Video, aber wir sind sehr abgedriftet zu diesem ganzen Thema Glücksspiel in Games und so. Ich glaube, Hai war auch noch mit dem Chat dabei, weil er ja zu der Zeit sehr viel Genshin gestreamt hatte. Und da hatte ich mit Hai nochmal im Stream diskutiert, so über den Chat und so weiter und so weiter, über FIFA und bla bla bla. Schwieriges Thema, meine Meinung dazu. Könnt ihr in dem Video euch in Ruhe reinziehen. Am Los aus. Und es gibt ellenlange Videos über die psychologischen Vorgänge, um die großen Wale zu fangen. The goblin going with his clocks tick-tock. I'll take it away from you, I'll take it away from you. Brilliant way to get more. Ein Wal hat sogar so viel Geld ausgegeben, dass er zu stark war, um überhaupt in das PvP-Matchmaking zu kommen und somit nicht mehr gegen andere Menschen antreten konnte. I'm suffering from success. How many hours I've tried to queue for a battleground? I would say it's probably around 48 to 72 hours. Alleine auf dem eisernen Thron als Gewinner in einem Pay-to-Win-Game. Ja, toll, ne? Kann man stolz drauf sein, Kappa. Deutsche behaupten, sie hassen Diablo Immortal, geben mehr Geld dafür aus als Briten, Franzosen und Spanier zusammen. Okay, Leute, wer von euch war da? Doch allen war klar, der kommende Release von Overwatch 2 sollte das alte nostalgische Blizzard wieder zum Leben erwecken. Gentlemen, nun ist die Hoffnung wieder unter! Alles fing an mit der großen Gänsehaut-Trailer-Ankündigung auf der BlizzCon 2019 und oh mein Gott, Jeff Kaplan ist dabei. But I really need to see what Overwatch has to offer, don't you? Overwatch 2. It begins. Lässt mich halt gefühlskalt, weil ich Overwatch nie gezockt habe. Los, Tracer, sag deinen Satz. Die Kavallerie ist da! Aus London? Yes! Did you like it? Did you enjoy? Ja, Jeff, we fucking like it. Story-Mission, und zwar hunderte. Ton of PvE-Content. We will have a complete story experience. Overwatch 2 wird die PvE-Kampagne, auf die die Spieler schon seit Jahren gewartet haben. Ein ganzer Map-Trailer, neue epische, coole Charaktere. We're gonna have so much fun. It is gonna be so awesome. Release Date Reveal Trailer. Oh, okay. Jeffs Corner Pizzaladen. Man kann die Fähigkeiten seiner Charaktere anpassen. 4 Jahre Entwicklungszeit für diesen Titel. We define what a sequel means.
und dann... Ist eine Ansage. Also wenn man solche Erwartungen aufbaut, muss man auch abliefern, ne? Erschien das lang ersehnte Overwatch 2 und zahlreiche Spieler lockten sich in das Spiel ein, beziehungsweise versuchten sie es. Denn die nächsten Tage nach dem Release waren die Serverüberlastungen so groß, dass sich Leute gar nicht mehr einloggen konnten. Oder komisch, das ist ja fast so, als hätte man genau das schon mal erlebt und hätte draus lernen können, oder? Für Ewigkeiten in der Warteschlange feststeckten. Are you fucking kidding me? 50,000 now! You could watch the full Lord of the Rings trilogy from start to finish. Your motherfucking server is down. Get that shit back up. We trying to play. Please fix this bug. I was kicked out of Queue Simulator and got to a weird menu. Hattest du auch gerade ein Déjà-vu? Air 37! One time is funny, two times is fucking annoying, no? Solltest du es irgendwie durch die stundenlange Warteschlange schaffen, hast du in den meisten Fällen aber trotzdem eine Fehlermeldung bekommen. Hold up. Oh, okay! Wow! What? Fuck! Yeah! Für einen Reddit-User war die Warteschlange so lange, dass er in der Zwischenzeit rausgegangen ist und einen neuen Freund in einer Bar gefunden hat. Es ist ein Reddit-User. Thanks Overwatch 2 for giving me the opportunity to meet Kevin. Und als die Warteschlange... Das ist doch schon wieder wholesome. ...lang wieder kürzer wurden, lockten sich die Spieler ein, in den einer Art Hölle gleichenden Release von Spiel. Monsieur, does this mean Overwatch is back? No. Warum bin ich in der Wanne? Warum falle ich durch die Map? Ich werde im Spawn eingesperrt. I can't get out! What the fuck? Error LC208. Was ist falsch mit meinen Charakteren? Wow, nice cop, Genji. Eschen kann seine Ultimate unendlich oft einsetzen. What the fuck? What the fuck? What is it? I hate this game! Wenn man diese ganzen Fails so zusammenschneidet, ist das ja eigentlich ganz lustig, ne? Aber das muss so kacke sein, es zu zocken. Man kann mit einer Fähigkeit den ganzen Server crashen. Brigitte hat einen unzerstörbaren Schild. What? Wait, what? Unendlich viele Laserbullets. Animal Bullets! Animal Bullets! Hasta la vista, baby! Eugene, okay, okay, okay! Unsichtbare Gegner. What a great fucking game. Warum brauche ich ein registriertes Handy, um Overwatch 2 spielen zu können? Overwatch 2 requires mandatory cock inspection. Warum habe ich minus Overwatch Coins? You owe Blizzard money. Mein ganzer Bildschirm ist zensiert oder mein Charakter hat einfach nur keine Brille auf. Es gibt einen Bug, bei dem alle Overwatch-Charaktere eine Glatze haben. Und glatzköpfige Spieler scheinen diesen Bug zu lieben. Overwatch 2 nimmt aus Sicherheitsgründen den kompletten Voice-Chat der Spieler mit auf. Nur noch 35 GB anhören, dann habe ich endlich Feierabend. Warum brauche ich 100 Matches, um die neuen Charaktere freizuschalten? Ah, warte, ich muss mir einfach nur den Battle Pass kaufen. Ein Battle Pass, mit dem man sich keinen einzigen Coin zurückverdienen kann. Scam. A scam. S-C-A-M. Wie bitte? Ihr findet das unfair? Sorry, ich kann euch nicht hören. Ich habe Geld im Ohr. That's why I give my kids Overwatch 2. Warum muss ich 8 Monate lang Weekly Challenges machen, um einen einzigen Skin zu kaufen? Warum sind alle neuen legendären Skins eigentlich nur normale Skins mit ein paar ausgetauschten Farben? Our expectations for you were low, but holy fuck. Warum muss ich $12,000 ausgeben, um die alten Cosmetics freizuschalten? Und wenn ich alle Cosmetics freischalten möchte, brauche ich glatte 327 Jahre. Dann bin ich aber leider schon tot. I'm not going to live 327. 27 years. Does anyone have any ideas on how to extend their lifespan? Hier meine Login-Daten. Bitte spiel für mich weiter, Sohnemann. Digga. Was zur Hölle? Also ich habe jetzt so viele unterschiedliche Emotionen durchlebt in dieser Reaction und wir haben noch eine Viertelstunde. Oh, ich weiß gar nicht wohin mit diesen Gefühlen. Warum kauft ein random Bug im Spiel automatisch Skins aus dem Shop für mich? Warum ist das derselbe Preis wie gestern, nur mit einem plötzlichen Rabatt daneben? Das ist in den meisten Ländern nicht einmal legal. Ja. In
Das neue Geldsystem ist so unfassbar undankbar, dass sich Leute tatsächlich die Lootboxen wieder zurückwünschen. You can buy this weapon charm in the form of a keychain for $5, while it costs $7 in game. Nun, versteht mich nicht falsch, es kamen natürlich auch ein paar gute Sachen dazu und das Spiel kann auch Spaß machen, aber für 4 Jahre Entwicklungszeit haben die Leute vielleicht ein wenig mehr erwartet. Mein neues Restaurant trägt den Namen Krosse Krabbe 2. Was hat sie dazu inspiriert, eine zweite zu bauen? Moneten! Aber hey, kein Problem. Es gibt ja noch die Kampagne. Groß angepriesen. Zahlreiche Missionen, die man mit seinen Freunden meistern muss. Hundreds of Hero Missions. Die Overwatch-Charaktere, die man skillen kann und die ganzen coolen Sachen, die man halt soeben in den Trailern gesehen hat. Also, wie sieht's damit aus? We can't deliver on that original vision for PvE that was shown in 2019. What that means is that we won't be delivering that dedicated hero mode with talent trees, that long-term power progression. Those things just aren't in our plans anymore. And we know that this is going to be disappointing to many of you, which is why we wanted to bring it up before we talked about the roadmap. Ja, ihr hört richtig. Die Overwatch 2 Kampagne wurde gecancelt. I'm done with Overwatch, guys. I can't play this game anymore. Welcome to the everyday experience of being an Overwatch 2 fan. You see that the user score is starting to suffer further. Somebody needs to be held accountable. You promise something, so you deliver it. That's all you have to do. Overwatch 2 is dead. Where is all the time spent then? Look. Nun, wenn es die Kampagne nicht mehr gibt, was hat Blizzard in 4 Jahren Entwicklung dann bitteschön gemacht? Copy, paste. Aber hey, wir müssen ein wenig nachsichtig mit Blizzard sein. Immerhin ist das ein kleines Indie-Studio mit gerade mal 20 Mitarbeitern und wenig finanzieller Unterstützung. Don't you guys have computers to make new stuff for Overwatch? Also, es gibt nach 4 Jahren jetzt einen unerwünschten Battle Pass, 3 neue Charaktere, ein paar generelle Spieländerungen, ein paar neue Skins und neue Maps, wobei die meisten neuen Maps einfach nur alte Maps mit anderen Tageszeiten sind. Overwatch 2 takes place 6 hours after Overwatch 1. Und es ist jetzt umsonst. Natürlich, damit Leute Geld dafür ausgeben. Well, there's no game here. What happened? Did the programmers pass out? Ah, und sie haben Divas Arsch größer gemacht. Ich nehme alles zurück. Metacritic 10 von 10. Der ganze Hype, die ganzen Vorbestellerpakete, all das, um dann einfach anzukündigen, dass man den PvE-Modus wieder streichen würde. Und sorry, ne? Ganz kurz. Bei der ganzen Thematik gerade, ich bin gedanklich und emotional, ich bin immer noch bei dieser sexuellen Belästigungsgeschichte, ne? Ich habe die noch nicht emotional fertig verarbeitet, ich bin ehrlich. Jetzt eigentlich nur dasselbe Spiel wieder vorübrig bleibt. We're creating something like Overwatch. Kack mal auf Overwatch jetzt. Die hatten eine Cosby-Lounge. Watch, but with more battle pass shit. Später wurde Overwatch 2 auch als erstes Blizzard-Spiel auf Steam veröffentlicht. Und eigentlich ist sowas ein historischer Tag für die Spielindustrie. Doch jahrelange Frustration, jahrelange falsche Versprechen von Blizzard und die letztendliche Veröffentlichung eines Spiels, was eigentlich nur ein Update ist, resultierte in dem wohl größten Review-Bombing, welches ein Spiel jemals auf Steam erleben durfte. Welcome to Steam Blizzard. Here are all the honest reviews. Overwatch 2 wurde innerhalb der ersten Tage zum schlecht bewertetsten Spiel auf ganz Steam. Und oh mein Gott, waren die Leute sauer. The people who make Overwatch. Krass, dass das einfach, die machen Kohle. Die setzen mit einem Dreckspiel 500 Millionen im Jahr um, sind immer noch ein Milliardenunternehmen. Es funktioniert einfach immer noch, diese Formel, weißt du? Watch and work harder than the people who make Overwatch. Oh, PvE. Please add sex. I hope Bobby Kotick dies in excruciating Jesus Christ. Pros, you can play as a monkey. Monkey life is good life. Oh my god, that's a link to Team Fortress 2. Iconic. Off to visit your mother. Ah! No. Review of the century. I don't know which Blizzard treats worse, its players or its female employees. Doc. Yo. Overwatch may be free to play now, but it's also free to uninstall. Porn. Ich stimme da dem Arzt von meiner Mama absolut zu. Porn. Yo, what? I have seen more porn than actual gameplay. I'm doing my part. Sex with Doomfist would be so cool. Hello, Winston. Echo.
downloaded the game, write a bad review, uninstall the game. Mit einem All-Time-Low-Player-Count und einem Steam-Review-Bereich, der einem Schlachtfeld glich, antwortete Blizzard mit der einzig vernünftigen Lösung. Die Charaktere Farrah und Baptiste sind jetzt gay und stolze Member von LGBTQ und Mercy kriegt einen freizügigen Skin. Do you think Blizzard has these skins lying around just in case they get into a new controversy? Is that how you're gonna respond? By making Winston gay? Ja, ist eine berechtigte Frage. Fortress-Spieler haben das Review-Bombing auf Steam gesehen und sich neben einer rasant ansteigenden Spielerzahl auf ihr jahrealtes, updateloses, immer noch extrem beliebtes Spiel sehr schadenfreudig über Overwatch-Spieler lustig gemacht. Suddenly 6 years without an update doesn't seem like the worst thing. Ah ja, und neben einem John Cena-Trailer zur Wiedergutmachung, ich kann ihn nicht sehen, gab es natürlich dann das generische Es tut uns so leid. Wir können die Zeit leider nicht zurückdrehen. Statement. Wow, that's a lot of words. Too bad I'm not reading them. Sigma. Und dann kündigte man an, dass man über die nächsten Monate Stück für Stück Content hinzufügen möchte. Juhu. Danke, Blizzard, dass wir eure Beta spielen dürfen. With the singular goal of ensuring we let you down. Und so, yep. So landen wir beim aktuellsten Titel von Blizzard, Diablo 4. Nun, das Spiel hat die Leute gehypt, als es angekündigt wurde. Dennoch war die Glaubwürdigkeit von Blizzard ein wenig weg. He did the same joke about 3 times already. I don't think it's funny anymore. Diesmal gab es für den Hype eine Werbung von Megan Fox mit Ausschnitt, um die ganzen Gamer abzuholen. Ja, überzeugt mich. There's one thing I love. Vanille, Schoko, Schoko, Vanille. Du echt von Paula mit der Brille. Eine vielversprechende Ankündigung auf der BlizzCon. Wow. Diablo. Oh. Yeah. Und dann kam das Spiel raus. Und es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Es ist einfach nur sehr trocken und seelenlos. Watch out behind you. Ah, it's me. Es hat hier und da seinen gewissen Charme, doch merken alle Spieler, dass es bei dem Titel nicht mehr um das schöne Diablo-Feeling von damals geht. Und das macht sich auch bemerkbar. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, like the Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Shop, 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 the Shop, you shop, and the Shop, the Shop, buy the Battle Pass. Shop is trying to show you things that you want to buy. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Oh, a Battle Pass, nice, nice, because no game can go without making a Battle Pass now. Es kam Wochen nach dem Release ein Patch, welcher als der schlechteste Gaming-Patch aller Zeiten betitelt wird. Number one, everything is worse. Number two, everything is harder. Number three, everything you were doing, now you have to work harder to do it again. Number four, fixed multiple issues where players were having fun. Fixed multiple issues where players were excited. Reduced player base by 70%. What the hell has happened to Blizzard? Krass, aber dass diese Story so weitergeht, ich krieg's immer noch nicht in den Kopf rein, ne? Das geht so weiter. Und die werden auch noch weitere Games machen. Wie schlimm kann es denn doch werden? Es kann ja jetzt nicht besser werden. Die können jetzt nicht einfach random Game droppen, wo alle über die sexuelle Belästigung hinwegsehen, das Abzocken der Community über Jahrzehnte hinweg, Bespucken alter Franchises und so weiter. Die können doch jetzt nichts droppen, was noch irgendwer gut findet, sodass dann irgendwer sagt, boah, wisst ihr was, Blizzard hat die Kurve gekriegt. Die sind nicht mehr wie früher. Die sind jetzt ein gutes Unternehmen geworden, Bruder, schwöre. Also eigentlich ist der Zug abgefahren, oder? Und der Glitch, wo das Pferd die ganze Zeit vor sich hin leckt, wurde immer noch nicht behoben. Bitte, Blizzard, tut etwas. Nachdem Leute sich das Spiel geholt hatten, Blizzard mit neuen Rekordzahlen ordentlich abcashen konnte. Immer noch eine 2/3 Milliarde. We just launched Diablo 4, which is the most successful launch we've had of a Blizzard title ever. Hörten die meisten relativ schnell wieder auf zu spielen und Diablo 4 ist heute so gut wie tot. Und das in Rekordzeit. Business is good. Und erinnert mich an Cyberpunk, da war es auch ähnlich. Jahrelanger Hype, riesige Vorfreude. Ich habe es auch sofort am Release, denn man konnte es einen Tag vor Release schon kaufen. Ich habe schon direkt gekauft, direkt runtergeladen, einen Stream lang gezockt. Alles war buggy, alles war kacke, nichts hat funktioniert, direkt deinstalliert. So ging es den allermeisten auch. 60 Euro in Sand gesetzt und für was, Alter? Eine CD Projekt Red Aktie komplett im Arsch.
Ich glaube, ich habe 1500 Euro verloren damals. Erinnert mich sehr daran. Ja, ja, ich weiß, dass es mittlerweile gut sein soll, aber du kannst nicht 3 Jahre, nachdem ein Game rauskam, sagen, ey, jetzt ist es spielbar. Nee, es hätte beim Release spielbar sein sollen und nicht 3 Jahre später erst. Und so sind wir in der Gegenwart angekommen. Doch nein, die Story hört hier noch nicht ganz auf. Denn nicht nur die Spieler sind ganz schön angepisst von Blizzard, sondern auch Tencent. Gott, was kommt jetzt? Noch so ein politisches Ding am Ende? Januar 23 wurden die Server in China für alle Blizzard-Spiele geschlossen. The end of an era, everybody. If you're a WoW player over in China, you just got fucked, man. Ouch. That's not a joke. Da man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte und Blizzard zu viel Geld verlangen würde. Bobby Kotick is kind of a piece of shit, so. Für die jahrelangen WoW-Spieler aus China war das natürlich eine schreckliche Nachricht. Spieler gingen teilweise in Tränen auf und schlossen mit einer riesigen Abschlusszeremonie mit dem Spiel ab. Like imagine losing your account that you spent 10 years on. That's horrible. Go, 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 come on. Und so sind auch die Steam-Reviews von Overwatch 2 primär in Chinesisch geschrieben. Weil Gamer in Asien auf irgendeine Weise ihren Frust rauslassen wollen. Bobby Kotick, deine Matur ist tat. All das ganze Bücken für China, das Verbiegen und Rufruinieren für das große Geld, sorgte trotz allem am Ende dafür, dass Blizzard heute ganz alleine dasteht. Ohne Fans und ohne chinesische Investoren. Die chinesische Firma NetEase ist sogar so sauer auf Blizzard, dass nicht nur das komplette Gebäude aufgegeben wurde, sondern man auch aus Wut einen 30.000 Zuschauer Livestream präsentierte, in dem NetEase-Mitarbeiter die riesige Ork-Statue vor dem Gebäude mit Äxten niederschmettert. Was zur Hölle, Alter? Aber dann ist doch damit die Firmengeschichte beendet, oder? Dann ist doch damit das Thema gegessen. Die werden sich doch nie wieder erholen davon. Now I understand. Oh my God. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Krass. Das geliebte Blizzard Entertainment war mal mit Abstand der großartigste Spieleentwickler aller Zeiten. Oh mein Gott, Final Fantasy Tuzanakant Orchesterversion im Hintergrund. Instant Gänsehaut, Junge! Und ist heute nur noch ein sinkendes Schiff. Es geht schon lange nicht mehr darum, gute Spiele zu entwickeln. Und das merken auch die Entwickler selber, die schon seit Jahren Teil der Firma sind und springen Stück für Stück vom Schlachtschiff Blizzard runter. Bad news today. Blizzard is having a big problem as of recently with losing employees. Es gibt in der antiken Philosophie ein berühmtes Paradoxon. Das Schiff von Theseus berührt die Frage, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seine Einzelteile nacheinander ausgetauscht wurden. Nun, Overwatch Director Jeff Kaplan verlässt Blizzard. I'm gonna translocate the fuck out of this company. Jay Allen Brick verlässt Blizzard. AKA You're fired! Der Diablo 4 Director verlässt Blizzard. Fast alle großen Namen und Lead-Entwickler, die schon seit Jahren das Herz der Firma repräsentieren, verließen Blizzard. The ship is falling apart. Zwei der College-Typen, die die Firma gegründet haben und jahrelang mit aufbauten, sind nicht mehr Teil der Firma und entschieden sich dazu, ein kleines Studio woanders zu gründen, mit einigen bekannten Ex-Blizzard-Mitarbeitern, um Spiele nach ihrem Willen zu entwickeln. Oh, gute Sache. Das ist eine gute Entwicklung. Im Oktober 23 hat Microsoft Blizzard nach jahrelangen Verhandlungen für unfassbar viel Geld übernommen. The Microsoft Blizzard Saga has come to a close. So, this is home now. Family. Bobby Kotick verlässt mit dem Anfang des nächsten Jahres deutlich reicher endlich die Firma, nachdem er jahrzehntelang einer der leidenschaftlichsten Videospielentwickler komplett im Alleingang in den Ruin gestürzt hat. Der Ruf der Firma ist ruiniert. Die Spielerzahlen sind rapide am Sinken, während Konkurrenzspiele das erste Mal in der Geschichte die großen Blizzard-Titel überholen. Me and the boys in World of Warcraft. Me and the boys in Final Fantasy. Die
YouTuber, die Blizzard-Spiele als Content hatten, hörten auf oder suchten sich andere Spiele für ihren Content. Die Overwatch League wurde wegen mangelnder Interesse gecancelt. Krass, einfach Gänsehaut, Alter. Was ein Edit. Einfach Gänsehaut. To share this experience with all of you, thank you so much! Kommentarsektionen unter Blizzard-Videos sind unglaublich toxisch geworden. Can't wait for the new microtransaction announcement. Thanks, Blizzard. Blizzard versucht jetzt noch mit steigender Monetarisierung die Spieler so gut zu melken, wie es nur geht, um noch den maximalen Profit rauszuschlagen. Blizzard doing something greedy? Yeah, it's just another Tuesday. Doch das Einzige, was Blizzard jetzt noch gut verkaufen kann, ist Nostalgie an eine schönere Zeit. Und ehrlich gesagt, ist das ein Muster, welches sich heutzutage durch die verschiedensten Spiele und Videospielentwickler zieht. Auf jeden Fall. Nicht nur da, in der Filmindustrie genauso. Remake über Sequel, dann droppen die einen neuen Indiana Jones und noch einen neuen Star Wars und noch ein Remake von einem alten Film und so weiter. Wisst ihr, das wird halt viel auf Nostalgie gegangen, weil gerade einfach so viele Dinge nicht funktionieren. On the internet, that our games have had a few bugs. Und was durch den Microsoft Deal die nächsten Jahre mit der Firma passieren wird, steht wohl in den Sternen. Bin ich auch sehr gespannt drauf, was das jetzt für die Zukunft bedeuten soll. Doch eine Sache ist klar. Activision Blizzard, wie wir es jahrelang geliebt zu lernen haben, wird es in dieser Form niemals wieder geben. Let Blizzard go. That's my main message, is let Blizzard go. We just wanted to make great games. It was really as simple as that. Our goal to be a company that does the most incredible gaming experiences, that develops those and creates those. Everyone here truly loves these products. That's a big deal. And make sure that we stay Blizzard. As long as we remember where our foundation is and what's made us successful, then, you know, definitely the future of Blizzard can be very bright. Ah ja, und Verzeihung, dass das Video so lange gedauert hat. Die nächsten Videos kommen wieder regelmäßiger. Und ladet euch Warzone herunter. Es ist kostenlos. Dankeschön. Boah, ich sag's euch, wie es ist. Das war ein Fiebertraum. Also dieses Video zu durchleben war wie ein Kinofilm zu schauen. Junge, auf was einem Level ist Jules mittlerweile? Das war echt hart, Mann. Ich habe so viele unterschiedliche Emotionen jetzt durch. Props an Jules, Leute. Lasst alle Abos bei Jules da. Guter Content muss supported werden. Und im Endeffekt ergötze ich mich ja auch noch an dem Content, ne? Einfach ein Blockbuster kostenlos auf YouTube. Geht das nur mit Kreditkarte? Wirklich jetzt? Okay, das ist kacke. Da muss ich ihm mal im Stream eine Donation da lassen. Dann mache ich das als Stream-Donation. Oder lass ein paar Subs da für die Community. Irgendwie so. Alright, Freunde. Nach dem Fiebertraum würde ich sagen, tschüss. Und wenn immer noch nicht genug Reactions von Matti auf Jules bekommen könnt, dann klickt auf die letzte Reaction, denn da ging es um Elon Musk, den reichsten Mann der Welt. Und was er da ans Licht gebracht hat, na, seht ihr aber selbst.